Wem ist einfach. Wenn das Konto zu den Bedürfnissen von heute passt. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im UFC Fanradio und Kickers TV. Das Ganze aus Regensburg beim legendären Jahn, ja, im alten Kultstadion, dem Jahnstadion. Ja, und wir haben heute etwas Besonderes vor. Wir machen eine kleine Co-Produktion. Da ist er, der Reporter des Turmfunks von Jahn Regensburg. Hallo Robert. Servus Lars, servus Jahn-Fans. Die Mannschaften sind jetzt gerade eingelaufen, eben an der Prüfeninger Straße, wohl die allerletzte Live-Übertragung. Deswegen auch eine große Ehre für mich, hier vor Ort zu sein, weil bald gibt es das Stadion nicht mehr. Da wird dann eine Schule hingebaut und die Brauerei bekommt eine Dosenfabrik, glaube ich, hingestellt. Seid hier umgezogen, habt ein schickes neues Stadion bekommen, das gönne ich euch von Herzen, denn ja, es mag ein Kultplatz hier sein, aber so ganz zeitgemäß war er dann doch nicht mehr. Ganz zeitgemäß war es nicht, nein, also auch eine geile Sache mit der Continental Arena. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die sagen, okay, nee, wir hätten hier nie raus dürfen, sondern ganz klar, wenn wir Profifußball wollen, und das streben wir ja alle hier an, dann brauchen wir auch ein neues Stadion, und die Conti Arena ist wirklich ein Traum. Ja, und habt auch richtig gute Zuschauerzahlen mittlerweile. Als wir so gegeneinander gespielt haben, da hat es doch ziemlich gehabert an den Zuschauern. Da hatten wir immer mehr Zuschauer mit hier, als ihr hier gebracht habt. Aber mittlerweile ist das anders. 7.500er Schnitt, unheimlich viele Derbys habt ihr schon gehabt und da richtig abgesahnt. Sei euch gegönnt. Ja, zweiter Platz, ein echter Härtetest heute. Jahn Regensburg gegen Kickers Offenbach. Da werden beide Mannschaften anschließend ja so ein bisschen wissen, wo sie stehen. Aber ist ja dann auch noch Zeit, zumindest bei uns. Ich weiß gar nicht, wann geht es bei euch los? Zwei Wochen am Samstag gegen Augsburg 2. Über uns dann auch, genau. So, jetzt schauen wir mal, gleich wird's angepfiffen. Da geht's los. Gott mit uns, der UFC ist im Spiel und Jahn Regensburg erst einmal am Ball. Genau, wir schieben den Ball jetzt erstmal hinten rum. Wir könnten vielleicht in der Zwischenzeit erstmal ein bisschen sagen, wie wir denn spielen werden. Da fange ich beim UFC mal an und wir greifen dann ein, wenn es hier irgendwie ganz, ganz spannend würde. Im Tor Daniel Endres, dann haben wir Maslanka dabei, Mike Vetter, Benjamin Pintol, Thomas Franke, Alexandros Theodosiadis, Marco Rapp und Ren Hoccia, die beiden Neuzugänge sind dabei, Marcel Gebers, Jan-Hendrik Marx und Nico Dobros. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Was heißt das? Das heißt, ja, Mike Vetter hat ganz offensichtlich einen richtig guten Eindruck hinterlassen, spielt vorne rechts und in der Spitze Benjamin Pintol und auf der linken Seite Nico Dobros und Jan-Hendrik Marx, der Gewinner des Trainingslagers, er ist auch mit von der Partie. Das bedeutet dann, dass Alexander Sebald auf der Bank Platz nehmen, erst einmal Blacky Schwarz, Stefano Meyer, Robin Scheu, Steven von der Burg, Sascha Korb und Markus Müller. Jetzt habe ich viel vom UFC erzählt, aber wir haben auch einen Gegner, den Gastgeber, hier ist er. Genau, also wir stehen im Tor mit David Pokorny, wie ihr vielleicht gesehen habt. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Penke hat sich an der Hand verletzt. Ja, ist ja schon ein bisschen was durch, aber mit viel Schmerztabletten geht es noch die Saison, hat er gemeint. Hab gerade mit ihm gesprochen. Ansonsten ziemlich interessant, wie sich unsere Dreierkette jetzt dann aufstellt. Also Zweierkette mit Olli Hein in der Mitte. Haben wir noch, ja, also er kann spielen, haben wir aber so jetzt groß nicht gesehen. Fast ein bisschen überheblich mit Zweierkette. Hätte gegen einen so offensiven, starken OFC zu spielen. Das ist wohl wahr, wurde auch dem anderen Trainer auch öfters mal vorgeworfen, sage ich mal so. Aber mit anderem Personal, ich weiß nicht, wie sich es dann aufdröselt. Es ist dann schon eine Viererkette, aber jetzt ist es taktisch interessant, sage ich mal, dass Olli Hein da als Libero quasi spielt, als ja, verkappter Spielmacher, sage ich mal. Der kann das ja, auch einer der besten Techniker im Team, würde ich sagen. Und Oderbass neben ihm und auf der Außen eben Hofrat und Rettenbach. Und dann haben wir viel offensives Potenzial dabei, eben mit Uwe Hesse, Daniel Schöpf, Jan Schorc und unseren Goalgetter Markus Ziereis, der hockt jetzt auf der Bank. Den ersetzt eben der Neuzugang, der 1,92 große Haris Hiseni. Genau, also ich denke dann, mit Ziri können wir dann auch nochmal Offensivpower bringen, wenn es hier
0-0 steht zur Halbzeit oder sowas. Ja, das wollen wir nicht hoffen, dass 0-0 steht. Wir wollen ja schon was sehen auf beiden Seiten. Wünschen uns schon ein paar Tore, das uns dann erwärmt, denn es ist ja hier bitterkalt im oberpfälzischen Regensburg. Und ja, ihr könnt uns auch erwärmen. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender, egal ob ihr Jan Regensburg-Fans seid oder die natürlich für den OFC halten. Also fanradio@ofc.de. Eure Grüße schickt sie jetzt. Jetzt kommt erst einmal der Jan und ja, wir lassen es erst einmal langsam angehen. Es ist überhaupt ein bisschen ein holpriger Anfang. Es passt ein bisschen zum Platz. Es passt ein bisschen zum Platz, ja. Da auch vielleicht ein, zwei Worte dazu. Es war nicht ganz klar, ob wir das hier oder eben am Trainingsgelände machen. Dann wurde es eben das Jahnstadion, weil das Trainingsgelände dann noch schlimmer aussah anscheinend. Ich war nicht vor Ort. Vom Hörensagen weiß ich das. Und ich finde, die Kulisse macht es wieder wett. Die Kulisse macht's weg, ja. Es sind ja in der Tat ein paar Zuschauer gekommen. Auch da hinten auf der Gegengerade, wo du gesagt hast, stehen ansonsten die Jan-Ultras. Aber heute, ja, haben die kleinen Offenbacher Schüler den Jan-Block gestürmt. Du siehst, eine Kickers-Fahne wird dort geschwenkt und da haben wir vorhin auch schon ein paar Sprechchöre gehört. Also das sieht alles nach einem Spielabbruch aus. Ja, das sieht nach einem Spielabbruch aus. Also da muss man echt aufpassen, dass man die Fanlager voneinander trennt. Ja. Man sieht auch, dass das die Gewaltbereiten sind. Also der eine ist bestimmt 6 Jahre, der andere 7. Das könnte zu Konfliktpotenzial führen. Das könnte auch zu Becherwürfen führen, aber gut, dass es kein Catering gibt. Also das war jetzt mal so etwas wie eine halbe Möglichkeit von Jan Regensburg. Naja, das macht man dann natürlich nicht. Dafür bekommt er auch Gelb. Wie heißt der gute Bruder? Das war jetzt unser Neuzugang, Haris Hiseni. Hat da gleich mal den Fuß drüber gehalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, macht man nicht, Gelb. Wir werden hier ja wohl nicht mit 10 Mann das Spiel zu Ende bringen, hoffentlich. Schauen wir mal. Also jetzt wieder der OFC im Ballbesitz. Also ich glaube, die Innenverteidiger hatten bis jetzt am meisten Ballbesitz. Beide Mannschaften versuchen das Spiel über hintenrum aufzubauen, die Lücke zu finden und dann nach vorne zu passen oder eben das Mittelfeld zu überbrücken oder jetzt mal zu gehen. Jetzt geht es über die linke Seite eben, aber das ist auch alles zu weit. Da fehlt noch die Abstimmung. So, die ersten Grüße kommen von Philipp Rettke, also der ist auch ganz gespannt hier, wie sich das gestaltet beim Testspiel gegen Jan Regensburg. 0-0 steht's für die, die später eingeschaltet haben, gerade mal, ich weiß noch mal die Zeit genommen irgendwo, so 5 Minuten werden vielleicht gespielt sein, also noch nicht allzu lange und es gab bis hierhin keine großen Aufreger. Das ist wahr, Einwurf jetzt, bekanntes Bild über die rechte Seite. Ich glaube auch ballbesitzmäßig müsste ich das 50-50 geben, am Pendgame muss jetzt dann auf die Außen spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft das löst. Normalerweise, ja genau, sind wir immer recht hektisch, wenn wir hinten raus müssen. Oh, schönes Kombinationsspiel mit Benjamin Pinterl und Jan Hendrik. Marx, das sah richtig gut aus. Also das war jetzt mal so etwas wie eine Möglichkeit. Letztendlich abgepfiffen, da gab es ein Abseits. Ja, wohl hauchdünn, würde ich von hier oben sagen. Aber das, ja, da sieht man mal, dass da noch ein bisschen Abstimmungsprobleme in der Abwehr sind. Das ist ja genau das, was Heiko Herrlich versucht hat abzustellen. Er hat auch im Fangespräch gemeint, das ist eben genau erstmal die Stabilität in der Abwehr, die Räume zulaufen, wichtige Spieler doppeln. Jeder muss da für alles für alle geben und ja, dann gibt es da natürlich auch noch Abstimmungsprobleme. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das lösen, wenn wir jetzt mal nach vorne gehen müssen, weil ihr attackiert ja auch recht früh. Also ihr macht ungefähr unsere Taktik, die wir versuchen umzusetzen. Ich würde sagen, unsere stehen recht hoch, checken früh drauf und so richtig Spielfluss ist auf beiden Seiten noch nicht zu sehen. Bis auf den Angriff eben, das sah schon mal sehr gut aus. Ja, eine super Kombination. Und da waren es dann eben Abstimmungsprobleme auch. Und man sieht, wir kommen mit dem Druck noch nicht ganz so klar, den eure Stürmer da machen auf unsere Abwehrspieler. Ja, jetzt erst einmal der Jan unterwegs auf links. Da ist er wieder, der Bösewicht, der eben schon gelb gesehen hat. Das scheint ein Neuzugang zu sein. Genau, Hiseni hat da versucht, 2 Leute auszutricksen, ist dann hängen geblieben. Und ja, der Ball in die Mitte war dann auch eher schlecht. Weitere Grüße kommen vom Schnitto, das ist der Volker Schnittler und der grüßt natürlich in Rot-Weiß, das passt ja heute doppelt, denn auch der Jan, der spielt ja in Rot-Weiß. Das ist wohl wahr, die Rothosen, ich weiß nicht, wie es bei euch die Heimtrikots aussehen dann. Ja, auch Rot-Weiß, aber eigentlich ganz rot und heute spielen wir hier ganz in Blau, in Dunkelblau in unserem Auswärtstrikot. Genau, wieder Einwurf jetzt.
Banden und alles sind schon abgebaut. Bayung gibt es auch nicht, deswegen dauert es ein bisschen. Und mal schauen. Genau, Hiseni hat sich eben vorne als Mittelstürmer ersetzt, Ziereis. Daniel Schöpf spielt so auf der Jan-Schorch-Position und Jan-Schorch eher so auf den Außen. Es ist interessant zu sehen, wie Heiko Herrlich da ein bisschen durchgewechselt hat und angestammte Positionen anscheinend verändert hat. Ja, jetzt Mittelfeldgeblänkel wieder. Kleiner Fehler von Theo, allerdings der OFC bleibt erst einmal im Ballbesitz. Dann kommt der Ball vorne in die Spitze rein, aber vielleicht jetzt mit dem zweiten Ball, Marco Rapp. Na, da haben sie es unter Kontrolle. Ja, und der Volker schreibt, schön, dass ihr so miteinander umgeht, eine Co-Produktion macht. So soll es immer sein zwischen Traditionsvereinen, zumindest wenn es um nichts geht. Ja, wir beide haben damit kein Problem, oder? Nee, absolut nicht. Ich glaube, das ist eine geile Sache. Ihr als Pioniere des Fanradios, ja, und vor allem traditionell sind unsere Vereine ja echt beieinander. Und ich wüsste auch nicht, dass es irgendwie unter dem Ligabetrieb mal irgendwie Ärger gegeben hätte zwischen unseren Vereinen. Nee, wir waren ja öfters hier, haben auch manches Mal hier gewonnen. Ich weiß noch, das letzte Mal haben wir auch hier gewonnen, als wir hier waren. Aber ihr habt dann die bessere, wie soll man sagen, Entwicklung gemacht. Wir nach unten, ihr nach oben. Jein, also ja. Da wird wahrscheinlich kein Jahren-Fan jetzt zustimmen. Wir sind auch beide in den gleichen Ligen. Positionstechnisch kann auch noch alles passieren. Jetzt liegt es an der Mannschaft da, jetzt alle Punkte so gut wie es geht einzufahren und zumindest Relegation zu schaffen. Also das ist schon das Anspruchsdenken hier in Regensburg, auch wenn man natürlich da die Mannschaft unter Druck setzt, aber ja, das muss sein. Und der erste Jan-Fan, der traut sich jetzt auch, das ist der Janzinger, 1889, und er schreibt, da muss ich gerade mal schauen, da muss ich ein bisschen hier schauen, hoffentlich gibt es dieses Bild bald dann auch mal in der dritten, auf geht's Regensburg, warum nur eine Dreierkette, schreibt er. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ist es ja auch wieder eine Viererkette, aber im Spielaufbau ist es eben eine Dreierkette und anscheinend möchte Heiko Herrlich mit Olli Hein einen spielstarken Spieler haben, der dann das Spiel lang macht oder beziehungsweise aufbaut. Ähnlich wie beim großen FCB, der Boateng kann es, glaube ich, im Kleinen auch Olli Hein machen, dass er auch mal das Mittelfeld überbrückt, sieht, wo jemand läuft. Und Außenverteidiger haben wir ja genug heute dabei. Die rucken dann zurück, wenn eben der OFC im Ballbesitz ist. Das wird jetzt noch schön zu beobachten sein. Freistoß jetzt von euch, mal schauen. Und du wirst mir recht geben, der OFC ist oft im Ballbesitz, hat bis hierhin ein bisschen mehr vom Spiel. Hat ein bisschen mehr vom Spiel, ja. Jetzt auch wieder, rennt aber auch gerne ins Abseits. Ja, und ja, wir kommen so recht noch nicht ins Spiel. Also vielleicht auch ein Kalkül, um die Abwehrkonzepte zu testen. Natürlich, ganz klar. So würde ich es dann auch kommentieren. Aber nee, das gefällt mir ganz gut, was der OFC bis jetzt hier spielt. Also versteckt sich keinesfalls, ganz im Gegenteil, ist im Moment noch ein bisschen die spielbestimmende Mannschaft. Und naja, es gab da schon den einen oder anderen Angriff. Allerdings, wie gesagt, auch nichts wirklich Zählbares, was ganz gefährlich dann vorne hätte abgeschlossen werden können. So, der Jan beim Einwurf zurückgespielt und da können wir noch ein bisschen plaudern. Ihr habt ja angefangen wie die Feuerwehr. Ich habe da jede Woche reingeguckt. 3-0 Punkte, 6 Punkte, 9 Punkte, 12 Punkte, 15 Punkte. Es wurde mir richtig schwindelig. Ja. Auf einmal muss ja irgendwas passiert sein. Was war denn da? Boah, da müsste ich jetzt tief in die Gefühlskiste der Spieler und der Fans wühlen. Auf jeden Fall natürlich viel Unruhe seitens von Fans, seitens vom Team, als es dann mal auswärts nicht gelaufen ist. Ich habe den Illertissen kommentiert, da haben wir 3-1 gewonnen. Das sah auf dem Blatt Papier eindeutig aus, aber im Endeffekt war es halt die spielerische Überlegenheit oder Einzelkünste und dann haben halt die Gegner sich irgendwann mal auswärts darauf eingestellt, dass wir da mit Einzelkünsten die Tore schießen und haben halt dann unfassbar gefightet und ich weiß nicht, wenn man mal aus Underdog sieht, man kann dem Großen in Anführungsstrichen Jahren hier in der Regionalliga schlagen, wenn man drauf geht und beißt. Dann ist die Motivation auch höher. Dann schenkt man die Punkte auch nicht ab. Also ihr seid der FC Bayern, der Regionalliga Bayern. So würde ich es auch nicht sagen, aber ja, also das Anspruchsdenken muss... Die gibt es ja auch noch, glaube ich, da in der Regionalliga, oder? Die gibt es auch noch, vor denen hatten wir große Angst, also zumindest wir Fans. Immer wieder vom FC Bayern gewarnt worden, aber die scheitern anscheinend an ihren Ansprüchen und haben jetzt dann auch zwei vermeintliche Leistungsträger abgegeben. Und jetzt bin ich gespannt, wie es dann der Rest rumreißt, weil eigentlich ja,
kann das ja das Team auch wieder zusammenschweißen, wenn die zwei Schönspieler weg sind. Ja, und Boateng und Ribéry waren bei uns im Probetraining, sind durchgefallen, kam an Meier nicht vorbei. Oh, ja, das wusste ich nicht. Ja. Deswegen haben wir sie wieder zurückgeschickt zum FC Bayern. Ach ja, da muss man vielleicht auch mal mit dem Scout reden, vielleicht weniger Wurstsemmeln essen. Aber jetzt, der Jan, da könntest du mal etwas kommentieren. Das sieht doch mal nach einer Möglichkeit aus. Ja, Freistöße liefen zum Anfang der Saison auch gut. Jetzt kommt er hoch rein, aber wird abgefangen. Ja, da haben wir auch die ein oder andere lustige Kombination gehabt. Also da haben sie oft auch was einstudiert und das hat auch geklappt. Ich glaube gegen FC Amberg, ich bin immer nicht so gut, mir die Situationen zu merken. Da haben wir mal eine schöne Freistoßvariante gemacht, die dann über die Außen ging und dann zum Tor geführt hat, wenn mich das nicht recht entsinne. Also da haben es viel einstudiert, aber das gerade eben war Standardkost, sage ich mal so. Ja, aber jetzt habt ihr eine schöne Chance. Benjamin Pintol, da hat er sich auf die Außenbahn bringen lassen, da kommt die Flanke rein, allerdings keine Mühe für Bocconi, unseren Ersatztorhüter, der auch noch ein bisschen Spielzeit bekommt. Vielleicht legen wir das mal in die Mitte, dann kann ich eure auch so ein bisschen sehen. Na klar, eine Aufstellung haben wir hier. Teilen wir uns brüderlich. Das ist wahr. Okay, jetzt ja, wieder. Also herrlich, neuer Trainer, das habt ihr mit uns gemeinsam. Olli Reck, zwei Bekannte im deutschen großen Fußball. Ja, ist wahrscheinlich auch der Situation geschuldet gewesen, der Trainerwechsel, dass dann es nicht mehr so rund gelaufen ist. Und was hast du denn so für einen Eindruck jetzt mit Heiko Herrlich? Also einen sehr guten Eindruck, auch am Fangespräch. Ich glaube, er hat wirklich alle überzeugt. Es ist schon so eine kleine Aufbruchsstimmung hier. Er ist quasi so eine Art Aggressive Leader, sage ich mal. Er kann Leute schon mitreißen und spricht eben auch die Fansprache, während wir jetzt über die linke Seite rausgehen, aber ganz knapp Ball im Aus. Ja, hat der Linienrichter, glaube ich, gut gesehen. Ja, man sieht schon, da ist auch Heiko Herrlich jetzt in der Coachingzone steht er und hat eine Mimik, als würde es hier um die Champions League-Finale gehen. Ja, unser Trainer ist immer recht laut unterwegs, Olli Reck, der ist viel am, ja, ich will gar nicht sagen kommandieren, mehr am Loben, das ist so seine Eigenart, hat sich auch sehr, sehr gut gemacht hier, haben ein tolles Trainingslager gespielt, zwei ungarische Zweitligisten gut in Schach gehalten, am Schluss gab es sogar einen 5:0 Sieg. Also, aber was das wert ist, das weiß man nicht. Ich denke heute, das ist vielleicht aufschlussreicher. Das ist aufschlussreicher, ja, gibt auch schon so ein bisschen Aufschluss. Wir haben so ein bisschen Probleme wie jetzt, wenn eure Stürmer draufgehen. Jetzt sind sie im 16er, lässt sich fallen, kein Elfmeter. War wirklich kein Elfmeter. Da ist Mike Vetter entweder vom Maulwurfhügel gefoult worden oder hat sich selbst ein Bein gestellt. Ja, da weiß nicht, ist ja auch ab und zu mal windig hier, obwohl Regensburg eigentlich weniger mit Wind, sondern eher mit Nebel zu kämpfen hat. Und wir versuchen jetzt über die rechte Seite, aber ihr stellt auch super zu. Also der OFC läuft da genau die Lücken zu, wie es Heiko Herrlich auch von uns sehen möchte. Ja, weitere Grüße, da schreibt viele Grüße an meinen Bruder Alessandro, der euch heute als Praktikant dabei sein darf. Ich beneide ihn. In der Tat, der sitzt hinter uns und friert und bibbert ein bisschen. Aber gut, er wird jetzt die nächsten zwei Wochen bei uns sein und für euch auch hier so ein bisschen mit aktiv. Robby 1611 hat das geschrieben und wenn ihr weiter ja, uns ein paar Grüße übermitteln wollt, dass es uns ein bisschen wärmer wird, dann haben wir da nichts dagegen. fanradio@ofc.de. Das gleiche gilt übrigens auch für alle Jan-Fans und den ersten Ringsburger, den hatten wir ja schon hier mit seinen Grüßen im Fanradio. Ich denke, ja, ein paar Grüße dürften Sie schicken, ne? Ein paar Grüße dürfen Sie schicken, aber sind es ja nicht gewohnt. Bei uns haben wir so einen Service nicht. Vielleicht können wir uns das mal abschauen, mal gucken, wie wir das organisatorisch hinbekommen. Und jetzt wieder wie im Ballbesitz, also es geht hin und her, ist ein bisschen wie Flipper spielen. Jetzt hat man schön abprallen lassen, Seitenwechsel, ja schön, Jan Schorsch traut sich da nicht den Ball runter zu pflücken, hat ihn aber gerade noch so erwischt. Jetzt schauen wir mal, ja schön abgelegt auf die Außen, ja wir kommen da auch nicht durch, jetzt müssen wir wieder zurückspielen. Also ihr stellt da wirklich in... Muss man sagen, der OFC steht hinten dicht, ist ganz gut im Umschalten und nach vorne hat man auch ja schon ein bisschen Betrieb gemacht, allerdings nicht so, dass es wirklich ganz brandgefährlich würde. Allerdings habe ich den Eindruck, so in den letzten 3-4 Minuten ist der Jan dann doch besser ins Spiel gekommen, nachdem ja zu Anfangs der OFC das Spiel doch dominiert hat. Das ist wahr, ja. Also bei uns ist es auch immer so, die Spieler, wenn sie mal ein bisschen Ballbesitz haben und sicherer werden, dann haben die natürlich alle einiges drauf. Und das merkt man dann auch, sobald der Ballbesitz da ist, können wir damit umgehen. Das ist eben wahrscheinlich auch der Grund unserer Auswärtsschwäche gewesen, weil wir eben im Spiel ohne den Ball
Probleme haben und das will ja eben Heiko Herrlich abstellen und jetzt schauen wir mal, wie das klappt. Ja, schön zurückgelaufen alle, aber so richtig klappt es dann noch nicht, die Positionen zu finden, so wie ihr das macht, also gestaffelt zu stehen. Das dauert ein bisschen bei uns defensiv länger als bei euch. Also was sehr interessant ist, Maslanka, der spielt hier eigentlich auf der 10 bei uns hier. Der ist sehr weit nach vorne gezogen, wechselt sich da ein bisschen mit Hotscher ab und jetzt erst einmal auf der linken Seite Betrieb und Dobros. Ja, da muss er sich schon ein bisschen lang machen, eine größere Chance für den OFC. Ja, die erste größere Chance, würde ich mal sagen, auch im Spiel generell. Da musste sich Bocconi lang machen und deswegen gibt es jetzt auch den ersten Eckball. 18. Minute war das also. So, und dann gibt es Eckball für den OFC von der rechten Seite. Weiß gar nicht, ist da jemand überhaupt, der denn... Nee, es gibt wohl keinen Ball. Jetzt der Mann von der Malteser schießt ihn rüber. Ja, die Richtung hat gestimmt. Also... Ja, es gibt keinen Balljunge, ist wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich bei. Ja, für die, die später eingeschaltet haben, sage ich es nochmal, wenn man von ein bisschen Überraschung reden darf, dann ist es, dass Jan-Hendrik Marx sich hier ganz gut nach vorne gespielt hat, spielt hier gleich hier im Anfangskader mit auf und jetzt wollen wir erstmal die Ecke sehen, die kommt nämlich da rein geflogen, hinten auf den zweiten Pfosten. Allerdings erneut Eckball jetzt von der rechten Seite. Und ja, was auch ungewöhnlich ist, Mike Vetter auf Rechtsaußenposition, also sehr, sehr offensiv eingesetzt. Das kennen wir so gar nicht. Maslanka, Hoccia im Zentrum, dahinter absichernd Marco Rapp. Ja, und das sieht bis hier ganz ordentlich aus. Jetzt Nico Dobros von der rechten Seite aus unserer Sicht mit dem Eckstoß. Aber da kann der Jan erstmal klären. Da kann man jetzt auch kontern. Drettenbach über links, er legt sich den Ball ein bisschen weit vor, muss jetzt abstoppen und schön, schön in die Mitte gespielt. Da geht Uwe Hesse noch mit dem Schädel hin, hätte ihn durchgelassen. Wäre es vielleicht eine Chance gewesen und so ist abseits. Ja, wir haben jetzt gesehen, Heiko Herrlich hat umgestellt von ehemals Manndeckung jetzt auf Raumdeckung bei der gegnerischen Ecken. Hat jetzt gleich zum Konter geführt, aber davor war eure Kopfballchance auch nicht ohne. Also bin gespannt, wie das ausgeht. Er hat aber auch sich die Option offen gelassen, wieder auf Manndeckung zurückzuschalten, hat er im Gespräch gesagt. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt der OFC, kann da 3 Spieler aussteigen lassen, aber scheitert dann beim Abschluss. Und jetzt vielleicht wieder eine Konterchance über Hofrat. Ah, der spielt den Ball ins Nichts und deswegen... Ja, da kann ich hier noch ein paar bei den Grüßen ein bisschen weitermachen. Da schreibt nämlich der Benny, da sitze ich hier wegen meines Studiums in Graz und sehe, dass das Testspiel heute live von euch übertragen wird. Und das gegen den SSV Jahn, bei dem ich fast mal wegen eines Praktikums gelandet wäre. Habe mich dann leider doch für Hannover 96 und die erste Liga entschieden. Macht weiter so, danke. Dank euch verpasse ich kein Spiel. Kickers, das ist seine Botschaft, egal wo ich bin. Grüße aus der Steiermark, der Exil-Offenbacher. Ja, Grüße auch zurück, rund um die ganze Welt. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Einwurf von Jan Regensburg. Ja, Hofrat macht sich da bereit. Und ja, da kann man nicht so viel sagen, da bewegt sich auch keiner. Los, anbieten. Ja, jetzt eigentlich falscher Einwurf auf Jan George, aber es wird nicht gepfiffen natürlich. Schöpf mit der Hacke. Auch viel Stückwerk jetzt noch dabei ist, aber schön abgeköpft von Oderbass, von dem ich mir auch viel erwarte in der Rückrunde. Er hat schon gute Ansätze gezeigt in der Abwehr, hat sich dann aber verletzt, wurde dann auch ab und zu mal nicht mehr berücksichtigt. Und ja, die Chance ist jetzt auch wieder verflogen. Also der Ball kommt aber gut auf Benny Pintol, der ist da weit unterwegs auf halb rechts. Muss erstmal warten, bis da jemand nachrückt und dann hat er es flach versucht. Das war die falsche Entscheidung, denn da steht der Jan hinten gut. Massiv hat geklärt, aber so recht bringt er den Ball nicht raus. Ja, Urban tankt sich da durch, aber wieder zu nah an der Seitenlinie gespielt, deswegen Einwurf für den OFC. Ja, und weißt du, warum es nur 0-0 steht? Boah, da müsste ich raten, ja. Das ist ganz einfach. Wenn es lange 0-0 steht, dann hat der Lutz und ich, wir haben da so ein Geheimrezept, wie wir dann für ein Tor sorgen. Wir müssen unsere Empfänglichkeit zum Ausdruck bringen. Und ich sage, jetzt bin ich empfänglich für das 0-1, also aus offenbarer Sicht dafür das 1-0. Und dann wirst du sehen, gleich passiert's. Oh, da bin ich gespannt, ja. Was ist der Einsatz? Ja, da gibt's nichts dagegen zu wetten, das ist so. Ach, das ist so, ja. Da kommt's schon, jetzt kriegst du Schweißperlen auf die Stirn. Ne?
Ja, also normalerweise fangen wir uns die Gegentore ja, wenn wir führen. Also von dem her schießen wir wahrscheinlich erstmal eins. Also gut, wir sind empfänglich, warten auf das 1:0. Und ja, jetzt Gebers, der spielt erst einmal rum auf Jan Hendrik Marx, dem Gewinner aus dem Trainingslager in Belek, hier auf Benny Pintol. Ja, das da hat er versucht, den Mike Vetter direkt anzuspielen. Das war dann doch ein bisschen zu ambitioniert. Und dann ist der Ball im Aus. Also, da hakt es schon noch ein bisschen bei euch. Ja, also man sieht auch, Bocconi spielt bei Weitem nicht so gut Fußball wie Penke. Penke könnte da notfalls auch noch 3 Spieler ausschwanzen lassen und den Ball dann an den Mann bringen. Also er ist fußballisch sehr gut. Und deswegen habt ihr jetzt Einwurf, weil Bocconi in dem Bedrängnis einfach mal auf die Tribüne ballert zu euren OFC-Ultras mit der Fahne. Die beiden haben ja den Block gestürmt bei euch. Das ist wohl wahr, ja. Ich denke, das gibt wieder ein Nachspiel seitens des DFB. Also da müssen wir wieder irgendwie unser nächstes Heimspiel irgendwo anders austragen. Ja, habt ihr da so viele Strafen? Habe ich gar nicht am Schirm. Ja, doch. Siehst ja, wie gewalttätig die sind, die beiden da. Ja, also da muss man echt aufpassen, damit man da nicht mit dem blauen Auge heimfährt. Nee, Spaß beiseite. Jetzt gibt es vielleicht mal über die rechte Seite Trettenbach. Der kann ja sich durchtanken. Vor allem hat er jetzt auf der rechten Seite Uwe Hesse auch noch zur Hilfe. Aber der kriegt den Ball jetzt nicht. Und deswegen sind wir wieder im Ballbesitz in der Abwehr. Also mal schauen, Spielaufbau geht bis zur Mittellinie, sage ich mal. Und dann kommt er wieder postwendend zurück. Aber Spielanteile haben sich von Jahnseiten erhöht. Aber die Chancen liegen ganz klar beim OFC. Aber jetzt hat mal mit der schön erobert. Und jetzt hat... Ja, vor dem Tor und gerade noch Ecke. Ja, das war jetzt die größte Möglichkeit für den Jan. Das hätte durchaus einschlagen können. Eckes hat auch noch geklärt, indem er den Winkel verkürzt hat. Dann ja, kam er mit Effe ins linke Außennetz. Und jetzt gibt es Eckball für den Jan. Ich glaube, es ist einer der ersten, oder? Es ist der erste Eckball für den Jan, ja. Ihr hattet schon 2, glaube ich. Die Chance kam von Daniel Schöpf, von dem sich auch Heiko Herrlich viel erwartet. Jetzt war auch öfters mal verletzt, Knoten nicht geplatzt. Und ja, das Tor hätte ihn gut getan. Mal schauen, wie die Ecke ausgeführt wird. Ein paar Große haben wir jetzt auch drin. Hüseni ist auch hochgewachsen. Jetzt wird sie getreten, kommt. Ah, relativ schlecht in den 16er, aber prallt nochmal ab. So einen angetäuschten Fallrückzieher und nochmal Ecke. 2:2. Also das ist der Ausgleich. 2:2 nach Ecken. Insofern ja, wird es jetzt dann doch ein bisschen beweglicher. Grüße haben wir hier von Julian Eggenhofer. Ich nehme an, das hört sich fast ein bisschen bayerisch an, dass es ein Regensburger ist. Ich kann jetzt die Botschaft nicht ganz so genau erkennen. Ich habe hier so ein paar seltsame Zeichen auf meinem... aber er findet das jedenfalls klasse, dass wir hier zusammen kommentieren. Ja, das ist so seine Botschaft. Jetzt kommt erstmal die Flanke rein, da müssen die Offenbacher hinten dicht stehen. Nachschuss für den Jan. Ja, da kann man mal versuchen, wieder Schöpf versucht aus dem Rückraum direkt Volley draufzuziehen, geht dann aber Richtung Prüfeninger Straße und deswegen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Zeit, bis der Ball wieder angekommen ist. Daniel Endres, der Kapitän. Beschäftigt sich jetzt erstmal mit dem Kugel und mit dem Platz. Ja. Platz wird ja jetzt, wenn ich das richtig weiß, hier ganz bald aufgerissen. Ja, also ab und zu trainiert die erste Mannschaft hier noch. Ja, und bald ist er weg. Deswegen eigentlich eine schöne Chance, hier nochmal zu spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird da irgendwie sogar die Rasenheizung ausgebuddelt und irgendwie weiterverkauft. Könnte da was sein? Ob sie weiterverkauft, weiß ich nicht. Aber sonst ist relativ alles mal versteigert worden, was hier zum Abmontieren war. Ich glaube, ist auch gut alles weggegangen. Wie gesagt, die Anzeigetafel steht jetzt dann bald beim FC Amberg. Die bauen gerade ihr Stadion eben um. Da geht es zum ersten Auswärtsspiel hin. Ich hoffe, dass dort dann der Auswärtsbereich ausgebaut ist. Die bauen den jetzt aus, damit da, glaube ich, 2000 Fans Platz haben. Alle Auswärtskarten, die der Jan bis jetzt zur Verfügung hat, sind schon verkauft. Läuft der Stream? Und wir schauen gerade mal, ob die Technik stimmt. Während hier wieder ein Foul geschehen ist. OFC hat da viel Platz, das auszuführen. Ein schöner Fuß dazwischen von Kevin Hoffmann, der eher so in der 8er, 6er Position spielt und schon wieder ein Foul. Also jetzt geht es nicht ganz durch. Ja,
Gazelle. Ich guck gerade. Das ist eine Gazelle. Nicht so schlecht, ne? Würdest du mir zuschauen eigentlich? Da habe ich Verbindung. Auf dem Kopf. Das soll weitermachen, oder? Okay, ich dachte es aus. So, da gab es eine Spielunterbrechung. Da war ein verletzter Spieler und deswegen gab es kurz den Ball draußen. Und deswegen der OFC jetzt wieder im Ballbesitz. Genau. Hintenrum. Zugriff, Leute. Ja, jetzt kommt er lang auf die Eckfahne. Mal schauen. In der Mitte ist schön zugelaufen. Jetzt kommt die Flanke und auf der Latte. Und deswegen Penke Bocconi holt sich die Pille. Ja, da lässt er sich viel Zeit. Und sich auch außen fleißig Spieler warm machen. Ich denke, der wird dann auch trotzdem munter durchgewechselt, auch wenn es einer der letzten Härtetests ist, bevor es dann übernächsten Samstag losgeht.
Einwurf. Oh, schlechte Abstimmung von Seiten des SSV. Aber schön dazwischen von Jan Schorc. Nächster Einwurf. Mal schauen, ob sie aus dem Loch da rauskommen. Stellen ganz gut zu. Und der nächste Einwurf, ja, das wird schwierig, da aus dem Loch rauszukommen. Da muss ein bisschen mehr Bewegung rein. Jan-Hendrik Marx jetzt versucht es über die Eckfahne vielleicht eine Ecke rauszuholen. Mal schauen, ob das ein Jahn-Spieler zu verhindern weiß. Ja, jetzt kommt er in die Mitte, aber Pokorny hat da keine Probleme. Und jetzt vielleicht mal den Konter fahren. Schön über die Mitte. Ja, schlecht zurückgespielt. Da verspringt Pokorny den Ball. Da muss er grätschen. Darf mit ihm nicht in die Hand nehmen. Ja, das war schon haarsträubend, die Chance. Pokorny musste da den Ball wegrätschen, dann war da außerhalb, durfte ihn dann nicht mit der Hand nehmen und dann der Schuss aufs Tor ging 3-4 Meter zurück. Er war fast leer, ich glaube. Oder war es dann noch zurückgesprintet und hätte dann versucht, den von der Linie zu kratzen, aber da sind wir gerade nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Das war die größte Chance, würde ich mal sagen. Und ja, 34 Minuten gespielt, 0-0 steht es noch. Es gab aber schon ein paar Möglichkeiten auf beiden Seiten. Und ja, ich habe vorhin mal ausgeholt, bisschen zum Fazit. Was ist denn dein Fazit bis hierhin? Mein Fazit ist, ja, ist taktisch geprägtes Spiel, sage ich mal, mit viel Holzerei. Ein, zwei Chancen auf beiden Seiten. Was mir gefällt, ist, Schöpf ist wohl richtig gut in Form. Also der schafft ja auch mal durch einen Sprint Raum zu machen. Vorhin auch eben ist dann eine Chance draus entstanden und eine Ecke. Die wäre dann beinahe zum Konter für euch geworden. Aber jetzt hat das Rückspiel auf Pokorny, das schlechte und die schlechte Ballannahme, wäre beinahe ein geschenktes Tor für euch gewesen, während da jetzt wieder viel gestochert wird auf den Außen. Das ist so das, was die letzten 10 Minuten auch war. Jetzt die Möglichkeit für den OFC mit dem Heber. Ganz knapp. Also das war wieder eine große Möglichkeit. Und unterm Strich wolltest du doch bestimmt auch sagen, dass wir nicht nur ein kleines Feldplus, sondern auch ein Chancenplus haben. Ihr habt einen Chancenplus und vor allem kommt ihr öfters in den 16er, was mir gar nicht gefällt. Da muss halt davor schon attackiert werden und drauf gegangen werden. Haben wir es ein bisschen zusammengefasst, da noch knapp 10 Minuten zu spielen sind. Dann macht man sich auch warm. Ich denke, in der zweiten Halbzeit wird noch kräftig gewechselt werden. Auf eurer Seite zumindest. Ja, doch, unsere machen sich auch warm da. Ja, schauen wir mal. Wenigstens spielt das Wetter mit. Es ist zwar kalt, aber dennoch sonnig und ganz verträglich. Ja, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre. Hätte es jetzt geregnet, dann hätten wir vielleicht auf einen neuen Kunstrasenplatz ausweichen müssen, hätten nicht übertragen können oder sonstige Geschichten. Mal schauen, wie die Chance jetzt geht, aber das ist doch keine Spieleröffnung, Jungs. Aber es wird trotzdem schön runtergepflückt von Drettenbach. Der zeigt da seine ganze Technik, aber jetzt hat der Konter wieder vereitelt. Da ist euch auch der Ball weggesprungen. Und jetzt durchs Mittelfeld, jetzt zieht er einfach mal ab. Aber Kevin Hoffmann, da musste schon mehr Knödel essen, damit du da Druck hinter den Ball kriegst. Ich möchte noch ergänzen für alle Jahn-Fans, Verletzungen sind bei uns ja immer ein großes Thema. Haben wir jetzt auch. Ein bisschen was vom Lazarett habe ich mitbekommen. Kopp hat einen Muskelbündelriss, das wird noch ewig dauern. Also gute Besserung von der Seite. Push, Innenbandprobleme, ist aber wahrscheinlich morgen wieder fit. Penke eben an der Hand verletzt, wird aber wohl wieder zum ersten Ligaspiel fit sein. Knoll und Tiefenbrunner mit Muskelfaserriss 2 Wochen und Tiefenbrunner hat Rückenprobleme. Und den anderen kann ich nicht lesen, meine Schrift. Ja, da wünschen wir gute Genesung euren Jungs. Genauso auch unseren Fabi Becker liegt dieser Tage gerade unter dem Messer. Und ja, wollen wir hoffen, dass seine Operation so gelingt, dass er recht bald wieder auch für den OFC auf dem Feld stehen kann. Martin Röser ist nicht mit hier von der Partie. Ein echter Leistungsträger. Laboriert ja immer noch an seinen Fersenproblemen. Also alles nicht ganz so einfach. Ja. Und auch Julian Duda sehe ich hier nicht mit auf der Aufstellung, scheint eigentlich überwunden gewesen zu sein, sein Virusinfekt. Aber wie auch immer, momentan ist er nicht dabei. Allen, ob auf Regensburg oder Offenbacher Seite, gute Genesung. So, jetzt ist hier das Spiel erst einmal unterbrochen. Was hat er da gesehen? Keine Ahnung, weiß nicht, was er vielleicht auf der Außenbahn da gehalten oder sonstiges. Also
ein bisschen kleinlich gepfiffen. Sei es drum, wir haben der Jan hat den Ball, bringt ihn jetzt in den 16er, aber ja, nicht zwingend genug, dass der Uwe Hesse den Ball kriegen könnte. Und ja, jetzt seid ihr wieder im Ballbesitz und versucht das Spiel von hinten aufzubauen. Eben auch über den langen Ball, über die Außen, Hendricks. Aber ja, die Ballkontrolle ist auf beiden Seiten noch nicht der Wahnsinn, sage ich mal. Ist natürlich vielleicht auch dem Platz geschuldet, aber stoppen sollte man dann vielleicht trotzdem noch können. So, wieder den Ball hinten rum gespielt. Bekanntes Bild, mal schauen. Bocconi haut ihn jetzt mal humorlos nach vorne. Drettenbach balanciert da auf der Außenlinie, muss jetzt sich seinen Gegenspieler vom Hals schaffen, spielt deswegen wieder zu Bocconi zurück und der jetzt hat mal schön mit dem öffnenden Ball, aber wieder Annahmeprobleme, diesmal von Haris Hiseni. Ah, schöne Grätsche und Foul an Jan George, Körper dazwischen und da wird der Freistoß, wollte schnell ausgeführt werden, aber nix da. Jan George liegt dann noch am Boden, hat ihn da auf den Hintern gelegt. Deswegen Verwarnung vom Schiri. Bin mir jetzt nicht sicher, wegen am Foul oder wegen am Ball wegnehmen. Weiter geht's. Ja, wir versuchen wieder den Ball hinten aufzubauen, das Spiel hinten aufzubauen. Ah, da rutscht mal weg. Achtung, weg. Schön noch den Körper dazwischen. Ja, der Spielaufbau sind diese langen Bälle, die wir jetzt sehen. Ah, schön angenommen. Aber jetzt hat wieder einfach nach vorne gehauen in der Hoffnung, da steht schon einer. Aber da stand keiner. Und deswegen der OFC jetzt mit einem sehr schönen langen Ball auf die Außen. Also das ist mal eine Spieleröffnung. In die Mitte. Und Vorsicht, Abschluss. Schön dazwischen gegangen. Aber der OFC immer noch im Ballbesitz. Und ja, also große Chancen gab es jetzt nicht in den letzten 3-4 Minuten. Viel versucht, beide Mannschaften versuchen das Mittelfeld zu überbrücken und gelingt ihnen aber noch nicht ganz so sehr. Also Abschluss fehlt da noch, kein Offensivfeuerwerk, die Begegnung. Das sicherlich nicht. Allerdings muss ich sagen, ist das ja ein echter Härtetest. Das ist ein richtig starker Gegner, Jan Regensburg, Tabellenzweiter in der Regionalliga Bayern. Ja, einer der ganz großen Favoriten für mindestens die Relegationsrunde. Was danach folgt, weiß ja kein Mensch. Das habt ihr bei uns gesehen. Mhm. Mit 10 Punkten Vorsprung Meister geworden. Kein Heimspiel nicht verloren, oder? Und auch nicht aufgestiegen, ja. Ja, also das muss man dann auch als Mannschaft und auch als Umfeld und Fans erstmal wegstecken. Also das ist schon bitter. Und ich glaube, jeder, der irgendwann mal in der Regionalliga gefangen ist, sagt, die Reformen waren Schmarrn. Aber natürlich, wenn man da mal in der dritten Liga ist, sagt man, okay, gut, 3 Abstiegsplätze nehmen wir. Ja, es ist so ein Zwischending. Ja, aber das Schlimme ist, da gibt es keine Aussichten, dass das mal irgendwie besser wird, dass die Reform sich in unsere Richtung, in Richtung der Traditionsclubs dreht. Denn jetzt schauen wir erstmal der OFC wieder mit Mike Vetter, der dort vorne auf der rechten Außenbahn viel Betrieb macht und die Regensburger doch in Schach hält. Jetzt erst einmal die Kugel rausgehauen. Ja, denn die kleineren Clubs, die fühlen sich natürlich pudelwohl. Die sagen ja, das ist ja wunderbar, dass es die Liga so ist. Und die haben ja natürlich das Stimmenmehrheitrecht oder Stimmenrechtmehrheit. Also insofern wird es da so schnell keine Veränderung geben. Nee, also ich glaube es auch nicht. Außerdem ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, sagen wir mal so. Da müsste man ja entweder wieder einen abschaffen oder mehr Aufstiegsplätze bereitstellen. Ja, das wird schwierig, das noch irgendwie gerade zu biegen. Deswegen müssen wir jetzt halt auf beiden Seiten, denke ich mal, alles dafür geben, hier Erste irgendwie zu werden und dann nicht gegeneinander zu spielen. Aber bei euch, ich habe die Tabelle ausgedruckt. Ja, okay, es wird ein bisschen schwieriger als bei uns. Ist halt bitter, wenn also wenn wir noch hoffnungsfroh sind, dann dürft ihr das auch sein. Ja, man darf nie die Hoffnung aufgeben, sonst, keine Ahnung, also sonst sind wir ja fehl am Platz und würden die Leidenschaft verschenken, sage ich mal.
Also in der Live-Übertragung gab es einen kurzen Ausfall. Das ist aber behoben und das ist auch damit zu begründen, dass hier sich ein paar einen Spaß draus machen und hier auf ihren iPhones unsere Übertragung sehen. Das kostet uns die Bandbreite. Das macht es hier nicht einfacher. Das sieht zwar ganz gut aus mit dem Upload, aber ganz offensichtlich sind nicht genügend Zellen hier zur Verfügung. Und so haben wir damit ein bisschen zu kämpfen, denn vom Jan gab es hier kein Internet. Also bringen wir unser eigenes Internet mit und jetzt müssen wir halt sehen, wie wir damit klarkommen. Aber ich denke, es passt alles soweit. Und in der Aufzeichnung waren wir sowieso nie richtig weg. Da hat der Kollege Robert ja hier galant überbrückt. Ja, da war mir erstmal nicht bewusst, dass es dann noch weiter aufgezeichnet wird bei uns. Wenn das Netz weg ist, ist es weg. Ja, Internet ist halt schon abgebaut. Wie gesagt, lang wird es nicht mehr geben, das Jahnstadion. Also alle nochmal vorbeischauen, die ein Foto machen wollen oder die mal an der Prüfeninger Straße sein wollen. Zuschauermäßig heute zwischen 80 und 100 würde ich schätzen, während jetzt die Chance in den 16er kommt und Jan Schorsch einfach mal in die Mitte ballert. Und jetzt, nimm ihn halt an, Olli, nimm ihn halt an, ey. Ah, unverschenkte Chance. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir das jetzt als Chance werten? Also, ja, das war eher ein Field-Goal, ja. Ist das ein Torschuss? Nee. Gibt vielleicht 3 Punkte im Football, die aber... Einiges drauf, es sollte ein Torschuss werden. Ja, das hat er, in seinem Kopf hat das bestimmt gut ausgesehen. Da hat er sich gedacht, den haue ich jetzt in den Winkel. Wir haben gut reden, wir beide hier oben auf der Tribüne. Ich glaube, der Platz hat zuletzt nicht mehr die Pflege bekommen, wie es vielleicht in den vergangenen Tagen hatte. Und es ist ein bisschen holprig. Und wenn man dann ein bisschen diesen Platz bearbeiten muss, dann ist er schon ein bisschen schwierig. Da kann schon mal so ein Klopper bei rauskommen. Jetzt erstmal Theodor Sejadis, weit mit aufgerückt auf der linken Seite. Da zieht er ein bisschen rein. Jetzt mit seinem rechten schwachen Fuß vorne auf Vetter gelegt. Allerdings, ja, kam er da nicht ran. Und so wird es Abstoß geben vom Regensburger Tor. Gleich muss auch Halbzeit sein. Ich schau mal. Ja, schau mal auf die, auf die Uhr, wie spät das ist. Also letzte Spielminute, dann steht es hier im Moment noch 0-0. Nehmen wir das Fazit vorweg. Ja, das Spiel ist munter geworden. Es gab ein paar Chancen rechts und links. OFC würde ich sagen, aber korrigiere mich ruhig, wenn du es anders gesehen hast, ein bisschen die bessere Mannschaft, ein Ticken vorne. Ihr kommt öfters in 16er auf jeden Fall und das ist das, was jetzt Heiko Herrlich sicherlich ansprechen will. Hat er ja auch gesagt, ein Hubschrauber darf nicht mehr im 16er landen dürfen. Okay, wir sind gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. Ja, gleich wird es weitergehen in Halbzeit Nummer 2. Der OFC gastiert beim Jan. So spricht man hier beim Jan Regensburg SSV, der alte Traditionsclub, an der traditionellen Stätte, die bald nicht mehr sein wird, die hier endgültig rückgebaut wird, um nicht zu sagen abgerissen wird. Hier kommt Neues hin. Eine Schule ist wohl geplant, aber hier gibt es viele politische Diskussionen darüber. Da wollen wir uns gar nicht lange dran beteiligen. Es steht 0-0. Na, am Ende wurde das Spiel dann doch ein bisschen munterer. Der OFC mit den leichten Feldvorteilen sowie Torchancen plus. Aber auch der Jan hätte durchaus schon einmal treffen können. Aber so die ganz großen Aufreger bis jetzt, Fehlanzeige. Ja, bis auf das Rückspiel auf Bocorni, das dann ihm versprungen ist. Und dann konntet ihr aufs leere Tor schießen. Und es ist dann misslungen. Das war bis jetzt die allergrößte Chance. Sonst gab es noch 2 Eckbälle. Und ja, jetzt gibt es einen Anstoß. Normalerweise, ja, weiß nicht, was der Schiri da noch rum... Naja, bis es soweit ist, können wir nochmal alle Fans auffordern, ein bisschen hier mitzuwirken. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Egal, ob du Fan des SSV Jan Regensburg bist oder für Kickers Offenbach, fanradio@ofc.de. Einige Regensburger haben es ja auch schon geschafft, hier zu grüßen und die Offenbacher sowieso. Jetzt auch der Kollege aus München, Sektion München, das ist der Kollege Pavlik, der schreibt ganz begeistert, Servus Lars, bis jetzt alles wunderbar hier. Klasse, dass ihr aus dem Trainingslager berichtet habt und toll, dass ihr das heute ja auch beim Jan übertragt. Super Sache. Die Co-Produktion, da freut er sich der Manuel Pavlik. Ja, wir finden es auch gut. Ja, wir finden es super. Also wir verstehen uns auch sehr gut. Ihr habt jetzt hier einen Freistoß und mal schauen, dass wir hier über das 0-0 mal hinauskommen. Schöne Variante, kurz gespielt.
Aber jetzt gibt es den 150. Einwurf gefühlt. Ich schaue so gerade, Paljones ist neu auf dem Feld von uns. André Luge ist reingekommen. Ich glaube, Markus Ziereis ist jetzt drin. Da werde ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen nennen. Es ist schwierig hier zu sehen, wie das durchgewechselt wurde. Mal schauen, ob ihr euch da aus dem Loch befreien könnt. Es geht so ein bisschen so weiter, wie es aufgehört hat. Ein bisschen Geholze und den Ball nach vorne und hoffen, dass Ziereis das Ding irgendwie bekommt. Kennen wir aus der Liga auch. Ja, Boden ist rutschig, da sind sie auch gleich das erste Mal ausgerutscht und dann so ein. Also beim OFC hat es auch eine Auswechslung gegeben. Stefano Meyer ist mittlerweile auf dem Feld. Ich muss nur schauen, wer dafür rausgegangen ist. Das kann ich jetzt noch nicht erkennen. Gevers ist noch dabei, Sascha Korb ist dabei. Sascha Korb ist jetzt also auch auf dem Feld, so muss man es ja sagen. Also auf der rechten Verteidigerposition außen. Markus Müller, da sehen wir ihn am Ball mit von der Partie. Das heißt, Benny Pintol ist draußen geblieben. Und ansonsten sehe ich noch Maslanka auf dem Feld. Ja, Hoccia und Marco Rapp sind weiterhin mit von der Partie. Also dann wurde nur im hinteren Bereich gewechselt. Und ich glaube auch Vetter, der eigentlich für Betrieb gesorgt hat auf der rechten Außenbahn, den sehe ich auch nicht mehr. Und das hat dann zur Folge, dass der OFC auch hier ein bisschen umstellen muss und wird. Ich sehe Markus Müller ganz auf der rechten Außenbahn im Moment natürlich, aber der wird sicherlich den Stoßstürmer oder die Sturmspitze hier darstellen. Im Moment eigentlich nur die beiden, Dobros und Müller dort vorne. Ja, und jetzt kommt er, unser Neuzugang, Marco Rapp, kam der Pass auf Dobros, der OFC versucht es jetzt mit dem Querpass rüber auf die rechte Seite, das ist Robin Scheu, jetzt kommt die Flanke, aber keine Mühe für David Pogorni, so heißt er glaube ich. So heißt er und er versucht das Spiel gleich schnell zu machen, wie gesagt, taktisches Mittel, alle Bälle auf Ziri, hat nicht geklappt. Euer Torhüter, euer Capitano Daniel Endres hat da absolut kein Problem gehabt, das in den aufzunehmen, jetzt eben Spielaufbau von euch. Andi Geipel ist auch drin, von dem hat Heiko Herrlich auch, hält von Heiko Herrlich auch viel, der hat, kommt ja aus einem Kreuzbandriss, die Verletzung, hat fast alle Testspiele mitgemacht, ist auch immer wieder aufgefallen, ich bin gespannt. Wie er sich hier gibt. Er hat jetzt Olli Hein ersetzt und Olli Hein ist jetzt auf der Außenverteidigerposition. Mal schauen, wie das harmoniert. Aber der OFC versucht ja auch hoch und weit die Bälle nach vorne zu dreschen. Beide noch nicht so mit dem Kombinationsspiel jetzt, ich weiß nicht, welche Minute, wir haben 50. wahrscheinlich. Ja, also Kombinationsspiel, Fehlanzeige, zwei, drei gute Chancen gab es bisher. So ein Türchen wird das Spiel gut tun, würde ich sagen. Also 48. Minute gespielt, um 17 Uhr ging es los, jetzt ist 17.03 Uhr, also sagen wir mal knapp 4 Minuten gespielt. Und der Jan, er kommt über halb rechts. Die kommen über halb rechts, ja, aber da ist er auch schon wieder weg, der verstolpert den Ball. Schön gemacht von Hoccia, wunderbar hat er ihn da aus der Luft mitgenommen. Und jetzt hat er es hier natürlich mit einem bissigen Regensburger zu tun. Und ja, es gibt wohl auch Freistoß für Regensburg. Weiß ich gar nicht, warum jetzt hier Hoccia getadelt wird, aber vielleicht hast du es besser gesehen. Ich habe gerade auf meinen Zettel geguckt, aber Olli Hein beteiligt, der kann gut mit Schiedsrichtern, manchmal. Manchmal holt er sich auch dann auch ein Kärtchen ab, aber ein Emotionalleader, würde ich mal sagen, bei uns im Team. Und den hat er halt rausgeholt, in Schlitzohrmanier, würde ich das jetzt mal so formulieren. Und wieder der Spielaufbau über die über hinten mal schauen, ob Olli Hein eben auf der Außenverteidigerposition auch mal Räume schafft. Jetzt hat er eben den Ball. Ah, was springt den Ball? Also, tja, schön hat er da Maslanka gesehen. Der zieht ein bisschen nach innen rein. Allerdings sind da gleich zwei Rot-Weiße und das ist dann doch einer zu viel. Naja, und jetzt gibt's Freistoß. Weiß ich nicht, war jetzt aber auch kein großes Foul. Aber gut, Freistoß gibt's. Der Jan im Vorwärtsgang. Ja, Andi Geipel hat da einen Trick ausgepackt und wurde ein bisschen am Knöchel getroffen und das hat er dankend angenommen, weil die letzte Chance war, den Ball noch zu retten. Jetzt habt ihr aber wieder den Ball. Schönes Ding nach vorne, aber Olli Hein mit dem Kopf dazwischen, also das ist auch ein Beißer. Den hätte ich nicht gerne als Gegenspieler. Und jetzt wird er aber wieder vertändelt auf der Außenbahn, der Ball. Also
keine Mannschaft hat den Ball länger als 5 Stationen. Und das ist wohl auch der Grund, warum wir keine Chancen sehen. Jetzt habt ihr mal die Chance, über die Außen zu spielen, aber auch wieder nicht in die Schnittstelle. Und da kann Luge ihn beackern. Ja, schönes Foul. Taktisch gut gemacht. Also, vielleicht jetzt mal der Seitenwechsel. Nein, nein, da wird erst einmal ja, nach hinten gespielt. Dann kommt der öffnende Pass. Ja, auf Markus Müller, der hat es dann versucht, sich den Ball selbst vorzulegen und dann direkt zu schießen. Allerdings, wie hast du vorhin gesagt, Field Goal. Field Goal, ja. Also das könnte man hier auch spielen. Palle, er war da noch mit dem Fuß dazwischen, deswegen gibt es eure 4. Ecke, wenn ich mich nicht verzählt habe. Habe es nicht aufgeschrieben, normalerweise mache ich das. Ja, aber also zum Ball wird da nicht gesprintet. Obwohl es die Temperaturen zulassen würden, dass man hier ein bisschen Bewegung reinkriegt, damit es einem warm wird. Jetzt ist er an der Eckfahne angekommen. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, wir haben auf Raumverteidigung umgestellt. Vorher unter Christian Brandt Manndeckung bei der Ecke, haben aber, glaube ich, 8 Standardtore bekommen in der vergangenen Saison. Es ist ziemlich viel für den zweiten Platz. Jetzt Nico Dobros mit dem Eckball. Da kommt er reingeflogen und das muss es eigentlich sein. Oh, getümmelt haben sie. Ein bisschen Dusel gehabt da hinten. Auf der Linie fast geklärt. Also, da brannte es ein bisschen. Ja, die gute Überleitung. Vielleicht, ja, eine Riesenchance. Aber vielleicht hat es eben die Raumdeckung rausgerissen, dass da einer auf der Linie stand. Man weiß es nicht. Das war mit die größte Chance jetzt. Also, da müssen wir jetzt langsam wirklich mal wieder froh sein, dass es noch 0-0 steht und einfach mal Entlastungsangriffe fahren, sage ich da immer so schön, damit die Verteidigung da auch mal ein bisschen Ruhe hat und Sicherheit generieren kann. Also es wäre gut, wenn mal da vorne jemand den Ball länger als 5 Sekunden halten würde. Der UFC steht ganz, ganz hoch, greift sofort an, auch jetzt mit Markus Müller, presst dort früh drauf. Also da machen sie schon den Raum eng und ja, da gibt es jetzt einen sogenannten Kerzeprotzer, so heißt es hier im Hessischen, aber die bayerischen Kollegen werden das wahrscheinlich anders titulieren, wenn der Ball so hoch geht. Und der UFC bleibt erst einmal im Ballbesitz überhaupt. Bleibt es eigentlich dabei, dass der UFC mehr Feldanteile hat? Daniel Endres, der will sich jetzt auch warm halten. Vielleicht sollte man Tripling versuchen nach vorne. Ja, vielleicht sollten sie einfach mal Einzelaktionen versuchen, weil dieses Hoch und Weit nach vorne hat bis jetzt noch nicht so geklappt. Aber wie gesagt, ja, du sagst es ganz richtig, Lars. Ihr steht gestaffelter als wir. Also bei uns sieht das manchmal noch so ein bisschen wie ein Hühnerhaufen aus. Und das habt ihr schon echt gut einstudiert. Also dein Schwärmen vom Trainingslager kann ich nachvollziehen. Also Theo, jetzt hier auf Hoccia gespielt, da kam allerdings der Fehlpass ja, zum Gegner. Theo, noch einmal, Marco Rapp, der da ganz zurückspielt. Ja, und das ist Marcel Gebers zurück. Meier, der in der zweiten Halbzeit kam und Nico Dobros. Jetzt vielleicht schnell machen, was soll er machen? 2-3 um ihn herum, ja, und viele Jäger sind des Hasen tot. Ja, das ist wahr. Und da hat es mal geklappt, die Leute zu doppeln. Und ja, Ball rausgespielt, da liegt einer von euch am Boden. Da habe ich jetzt, ja, der ist leise gefallen. Also normalerweise hört man hier dann immer ein großes Schreien durchs Stadion, wenn sich irgendeiner verletzt. Das ist Nico Dobros. Aber der läuft schon wieder. Zwar noch nicht ganz rund. Ja, vielleicht liegt es aber auch an den Hügeln im Rasen. Natürlich, im Rasen. Ja, deswegen Fairplay-mäßig den Ball zurückgespielt. Keiner der 90-Fans wollte hier die Hände aus den Hosentaschen nehmen. Es ist immer noch ein bisschen kalt, aber sonst eigentlich gute Bedingungen. Auch für ein Tor, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ja, ja. Ja, wir haben unsere Empfänglichkeit noch nicht bekundet, wie in der ersten Halbzeit. Da war es ja nicht ganz von Erfolg gekrönt. Jetzt vielleicht mal der Jan, wie hast du gesagt, Entlastungsangriff? Ja, so ein Entlastungsangriff. Ziri kann das eigentlich, den Ball da mal halten. Ja, aber auch wieder viel Gehacke da. Und deswegen könnt ihr euch da befreien. Ballannahme per Fallrückzieher nicht gelungen. Probatisch, aber wertlos am Ende. Ja, oh. Mal den Ball schön runtergestoppt, jetzt über die Außenluge, glaube ich, das erste Mal so richtig am Ball, spielt ihn wieder aber zurück an die Geibel, nicht ausrutschen, ah, spielt mit dem Fehlpass, er kämpft ihn sich aber wieder, verliert ihn aber wieder. Ja, ein ewiges Hin und Her, schon so ein bisschen flippern, jetzt
wollen sie da Dreiecke bilden und konnten sich zum Glück befreien. Das hätte wieder schief gehen können. Palle jetzt mit dem Seitenwechsel. Aber ich sehe da vorne auch relativ wenig Bewegung. Sollte sich vielleicht mal einer anbieten. Oder jetzt durchgetankt über die linke Seite. Der kleine Wusel, der macht schon ein bisschen Betrieb. Ist das? Ich bin mir nicht sicher. Es schaut aus wie Alexander Namczyk, ein Neuzugang. Weil ich glaube, der hat mit Uwe Hesse gewechselt. Auch gebürtiger Linksverteidiger, ausgeliehen vom Chemnitzer FC. Von dem haben wir ja so einige. Aber von hier echt schwer zu erkennen. Könnte auch Dritte sein. Ja, da hast du mich in Bredouille gebracht. Wenn er sich irgendwann mal herdreht. Also, ihr könnt noch schreiben an fanradio@ofc.de. Egal, ob ihr Jan-Fans seid oder OFC-Fans. Wir freuen uns über eure Grüße. fanradio@ofc.de. Also, jetzt Daniel Endres. 11 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. 0:0 steht es noch immer. Ja, keine allzu großen Aufreger für die, die später eingeschaltet haben. Aber der OFC doch sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit besser im Spiel. Beim OFC so ein bisschen was wie eine Linie erkennbar. Beim Jan, ja, ist vieles noch ausbaufähig und ich bin sicher, das werden sie noch hinbekommen, denn sie werden ein ernstes Wörtchen mitreden wollen, um ganz oben nochmal an die Spitze zu kommen. Das ist wahr. Bei uns sieht es eher so aus, keiner will Fehler machen und dann kommen halt auch solche Dinge raus. Aber der Ball war jetzt richtig bei Olli Hein. Das ist einer, der auch mal was riskiert und sich seine Stärken bewusst ist. Und jetzt kommt mal ein Kombinationsspiel zustande. Jetzt müssen wir mal vielleicht schneller sein als der OFC-Spieler. Lassen uns da zur Eckfahne drängen, holen jetzt vielleicht noch eine Ecke raus. Nee. Chance wahrscheinlich wieder vertan. Also, und wir kommen auch nicht ganz so klar mit dem hohen Pressing des OFC. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt mal ab, zieh ab, dreh dich. Oh, da kriegt keiner. Und Luge mit dem Torschuss. War das jetzt ein Torschuss, oder? Ich glaube, er wollte die Einwurfstatistik verbessern. aber wir haben ihn noch und jetzt kommt die Flanke in die Mitte und dann einer mit dem Kopf hoch. Aber ja, Jan-George kriegt da keinen Druck hinter den Ball. Aber mal eine schöne Flanke. Nehmen wir mal mit bei dem relativ chancenarmen Spiel jetzt halt vom SSV in der zweiten Halbzeit. Also ja, Eckes, der klopft sich erstmal die Stollen frei und spielt im Moment gegen die tiefstehende Sonne, allerdings hinterm Tribünendach. Da kam eben genau der Ball her, also wäre etwas präziser geworden, hätte er vielleicht dann doch nochmal Probleme bekommen, aber so bleibt es beim 0:0. Hoca und der Ball ist im Aus. Einwurf Nico Dobros. Ja, aber gut zugestellt. Das klappt auf jeden Fall mal. Mal schauen, wie sie sich da lösen wollen. Oder ob es jetzt wieder 6 Einwürfe in Folge gibt, wie in der ersten Halbzeit. Ja, schön, Olli Hein. Das ist halt ein Beißer, wie man ihn kennt. Und jetzt halt mal die Seite verlagern. Ach, komm nicht, den Ball ins. Ach, so ein Rotzpass, echt. Jetzt vielleicht Müller. Ja, ja. Was hat er da gesehen? Abseits? Mal abseits, ja. Also pfeift er zumindest. War auch relativ weit vorne gestanden. Hat den Abspielzeitpunkt nicht beobachtet und deswegen der SSV im Ballbesitz. Ja, aber da bietet sich auch keiner an. Ja, jetzt mal über die Außen. Vielleicht dadurch mal 3-4 Meter Raumgewinn. Ja, schön. Richtung Eckfahne gelupft und jetzt mal Geschwindigkeitsvorteile, nee. Aber Ecke rausgeholt, mit Körpereinsatz, sage ich mal so. Ich glaube, da wollte Sascha Korb gegen die Bande schießen, sodass der Ball zurückkommt. Aber er hat nicht gemerkt, dass da gar keine Bande mehr ist. Ja, er ist noch voll in der Hallensaison. Deswegen Ecke. Jetzt, wie gesagt, wir haben eigentlich ein, zwei große drin. Paljones ist jetzt noch dazugekommen. Und der ist immer mal wieder für ein Kopfballtor gut. Deswegen hoffe ich, dass der Ball jetzt mal platziert Richtung 11-Meter-Linie kommt. Ja, wird reingezogen, da ist keiner. Jetzt halt mit Gewalt, aber der war da schon aus, deswegen. Ja, und Alexandros Theodosiadis klärt per Glanzparade. Allerdings war das Spiel längst unterbunden. Insofern kann auch der Feldspieler, in dem Fall der Theo, hier mit der Hand rangehen. So, und ich habe weitere Grüße. Michael und Gerlinde Schröder, die sind hier auch begeistert dabei, was die Sendung angeht. Und sie schreiben wieder tolle Berichte und jetzt auch noch die OFC-Tore. Das wollen sie, das fordern sie
aus Maintal. Grüßen Sie Michael und das Hundchen auch. Macht weiter so. Ja, wir machen weiter so, aber irgendwann darf es dann auch fertig sein. In einer halben Stunde ungefähr ist es soweit, denn es ist bitterkalt hier. Ja, also habe ich nicht mit gerechnet, wie gesagt, strahlender Sonnenschein. Du als Regensburger nicht damit gerechnet hast, also was sollen wir sagen? Ich weiß nicht, ist es bei euch nicht sonst windiger als bei uns? Also bei uns waren es 40 Grad, ich habe heute Morgen noch auf der Sonne auf dem Balkon gelegen, ja. Haben Sonnenbrand geholt. Ja, also normalerweise ist es bei uns schon milder, Alpenhalben halten so ein bisschen was weg, aber ja, ist doch bitterkalt hier im Schatten. Vielleicht ist es ja beim Turm drüben, wo die Sonne scheint, ein bisschen wärmer. Ah, wir können auch so viel rumschmatzen, weil es passiert halt einfach fast nichts, weil jeder versucht, den Ball hoch und weit nach vorne zu schlagen und bloß nicht mal den Ball halten. Aber da habe ich hier noch was. Christian Peininger schreibt, tolle Sache, echt klasse, wunderbar diese Kooperation. Wollte gerade schauen, ob es auf der Homepage Infos zum Spiel gibt und wurde vom Livestream positiv überrascht. Ich wünsche dem OFC alles Gute und dass man sich bald wieder mal gemeinsam sieht in der dritten Liga und dort messen darf. Frage an den Vertreter des OFC, gibt es eigentlich teuflisch scharfe Feuerwurst am Biberer Berg? Hatte ich zuletzt beim Auswärtsspiel am Grill, und ob er sich das wirklich nochmal antun will. Viele Grüße, Christian Peininger, so heißt er. Also die Feuerwurst, die ist mir nicht bekannt, die gibt es glaube ich nicht mehr, das ist schon eine Weile her, da gab es allerhand Spezialitäten am Biberer Berg und das, was es zuletzt gab, will ich mal so sagen, waren nicht unbedingt Spezialitäten, aber jetzt soll alles besser werden, ganz, ganz bald. Ja, da haben wir wohl auch wieder zwei Gemeinsamkeiten. Unsere Fanszene fordert ja vehement Knackersemmel für alle. Mal schauen, ob das noch umgesetzt wird, während wir jetzt dann hier mal eine Schusschance hatten. Aber da war ein Rücken dazwischen. Ja, das ist halt eingeholzt, das ist Wahnsinn. Ja, wir sind die lustigen Holzhackerburm. Ja, das sind wir wirklich, ja. Ja, also die, ja, man könnte auch die Torschancen ungefähr auf null beziffern von der zweiten Halbzeit. Also das war jetzt schon ein Hauch von einer Torschance, da sind wir ja schon froh drüber. Aber ja. Jetzt wissen wir auch, warum ihr noch kein Tor geschossen habt. Bei mir uns lag es ja an der Empfänglichkeit, an der nicht ausgedrückten Empfänglichkeit. Aber hier schreibt ein Jan-Fan. Schöne Grüße an den Fanclub Jan Underground und schreit mal den Ball ins Tor. Du schreist nicht laut genug. Ja, ich schreie nicht laut genug. Normalerweise sind sie anders gewohnt. Normalerweise granteln wir mehr und versuchen den Ball ins Tor zu schreien, so ungefähr. Nee, vielleicht sprichst du auch zu Hochdeutsch heute. Das kann auch sein. Also. Vielleicht sprich ich auch zu Hochdeutsch, ja. Also ja, ich bin ja im Team eher der nicht ganz so viel Bayerisch spricht. Da haben wir noch andere Charaktere im Team. Ich glaube, das macht es auch die Mischung beim Turmfunk. Wir sind ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel ihr seid, also wir sind so 13. 13, okay. Also auch unter den Kommentatoren, die sich abwechseln. Ja, nicht nur Kommentatoren, es sind auch Techniker dabei. Okay, also bei uns ist quasi jeder hat alle Positionen. Ist nicht so durchstrukturiert wie bei euch. Also quasi 8 Leute, die... Ist doch gut, wenn ihr auf allen Positionen doppelt, dreifach, vierfach besetzt seid, ist doch prima. Ja, super ist das. Ja, nee, das ist schon ein geiles Team, ja. Genau, und da gibt es eine gute Mischung. Der eine spricht mehr Bayerisch, der andere weniger. Der den oberbayerischen Dialekt, der andere Oberpfälzer Dialekt. Und ich bin der dann, die für die hochdeutschen Auftritte zuständig ist. Also wir sind ja bekannt dafür, dass wir perfekt Hochdeutsch sprechen. Ja, das reinstes Hochdeutsch. Ja, für Außenstehende wird das sich, also für... Hört sich das gar nicht so an, oder? Nee. Also ja, man hört schon so ein bisschen Dialekt raus, aber ich glaube, das ist schon der sauberste Dialekt in Deutschland. Also gibt es noch schlimmer, oder? Es soll noch Schlimmeres geben, ja, ja. So, das können wir alles erzählen, weil es hier keine großen Aufreger gibt. 19 Minuten gespielt in Halbzeit Nummer 2. Es steht immer noch 0:0. Ja, es ist nicht der absolute Reiser, das muss man sagen. Und die 150 bis vielleicht maximal 200 Fans, die sich hier eingefunden haben, übrigens auch einige Offenbacher habe ich hier gesehen, überall. Sie sehen nicht unbedingt einen Leckerbissen, aber sie sehen einen gut aufgelegten OFC, darauf können wir uns einigen. Ja, vor allem taktisch disziplinierten OFC und einen sehr engagierten Jahren, wo man merkt, dass die Abstimmungen noch nicht so funktionieren, aber dafür haben wir noch 1,5 Wochen Zeit. Und da traue ich Heiko Herrlich schon einiges zu, zumindest die Mannschaft so fertig zu bekommen, dass man da gegen Augsburg 2 einen vernünftigen Auftritt machen kann. Daheim sind die Probleme ja nicht so groß wie auswärts. Dann gegen Amberg 2 zählt es dann. Ihr habt ja nicht nur 1,5 Wochen noch Zeit, ihr habt ja noch 25 Minuten Zeit. Ihr könnt ja da theoretisch noch ein Tor schießen, so wie wir das auch vorhaben. Im Moment liegt erstmal dort jemand auf dem Platz, ist nicht genau zu erkennen.
Ja, also. Ist der Kapitän, oder? Hat er eine Kapitänsbinde an? Oder was ist das? Nee. Haben die alle so einen Ring da dran? Ja. Die haben anscheinend alle so einen Ring. Ja, achso, das ist das vom T-Shirt, ja, das rote Ding, was du meinst. Nee, der Kapitän wird wahrscheinlich Paljones jetzt übernommen haben, nachdem vorher Olli Hein war. Genau. Ja, was mir vor allem wichtig ist, was bei uns immer so ist, die letzten 10 Minuten, wenn wir knapp führen oder unentschieden haben, dass wir dann zu nervös werden und große Chancen zulassen. Also wenn sie das unterdrücken und dass sie heute hier halt dann 0-0 oder was ausgeht, dann kann ich auch damit leben. Aber wenn wir dann wieder, also nicht zerfallen, aber wenn wir dann wieder psychisch instabil werden in den letzten 10 Minuten, das wird mir gar nicht gefallen. Ja, und ansonsten ist es so ein typisches Spiel, wo ein Standard das Spiel entscheidet, würde ich mal mich jetzt festlegen. So, und jetzt werden wir mal einen faustigen Skandal auflösen. Ich habe euch belogen und das Ganze öffentlich. Von wegen, es gibt keine Feuerwurst mehr. Hier ist die Auflösung. Moin Lars, es gibt noch eine Feuerwurst, die ist aber nicht mehr so scharf, wie ich finde, schreibt hier der Kollege. Ich weiß gar nicht genau, wer es geschrieben hat. Muss ich mal hier ein bisschen zurückscrollen. Finn Rasmus, so heißt er wohl. Also herzlichen Dank für die Auflösung und ja, Asche auf mein Haupt. Ja, als Kommentator ist man nicht so auf deinem Wurststand. Das hat Vor- und Nachteile. Und jetzt hat mal den Ball in 16er. Ach, ja. Das, Großchance! Eine Großchance. Nur mit einem optischen Fehler wäre das eine Großchance gewesen, ja. Der Mob tobt. What a shot! Ja. Also, wir machen es ein bisschen aufregender, als es ist, das Ganze. 0-0 steht, 22 Minuten gespielt. Eckes knetet die Kugel, formt sie. Nochmal, gibt noch ein Küsschen mit und dann soll die Kugel weit, weit nach vorne. Er sehnt sich nach dem Assist. Ja, das wäre es jetzt auch gewesen. Aber vor allem kann er das Ding wahrscheinlich anscheinend sehr gut nach vorne dreschen. Also es waren jetzt schon 60 Meter. Und wieder so unnötige Ballverluste im Mittelfeld von beiden Seiten. Ja, jetzt ist der SSV mal wieder im... Ach komm ey, da legt er den Ball zurück und lupft ihn quasi zum Mitspieler. Wer soll denn damit was anfangen? Jetzt mal ein Seitenwechsel. Schöner Seitenwechsel jetzt auf Olli Hein. Der Probleme mit der Ballannahme jetzt auf Jan Schorsch. Der kann eigentlich auch mal Einzelaktionen. Luge. Ah, ja, da traut sich auch keiner irgendwie nach vorne in die Schnittstelle zu gehen oder mal zu spielen. Taktik, Fehlervermeidung. Ja, und vielleicht, weil du das jetzt ein paar Mal schon angesprochen hast, Fehlervermeidung und so ein bisschen Angst, da was zu riskieren, das ist genau vielleicht auch das, was so ein bisschen den optischen Unterschied macht, denn das ist die Philosophie von Olli Reck, macht ruhig Fehler, tut was, ja. Traut euch was, das ermutigt er immer wieder, das hörst du auch immer wieder, wenn er rein, spielt nur, pass in die Tiefe und sonst was, also das ist so genau seine Philosophie, einfach was zu wagen. Ja, also Heiko Herrlich hat halt versucht, jetzt halt, eben diese großen Lücken, die in der Rückrunde bzw. in den letzten 10 Spielen entstanden sind, zulaufen zu lassen. Das machen sie ja auch gut, aber sie legen halt von meinem Geschmack jetzt den Fokus zu sehr drauf oder beziehungsweise jetzt, halt, um halt Tore zu schießen. Vielleicht haben sie halt die strikte Anweisung, okay, mach die Löcher zu, über die Offensive kümmern wir uns nächste Woche. Da haben wir ja auch nochmal ein Testspiel gegen Hoffenheim 2. Und jetzt geht's mal über die Außen. Schöne Flanke. Und jetzt mal einer mit dem Kopf hin. Ja, durchtanken. Ja, das klappt aber nicht. Aber Endstation ist natürlich beim Killermeier. Unser Killer. Er kann's nicht nur vorne. Er ist ja im Verteidigerstamm zu Hause. Aber wir nennen ihn Killermeier, weil er hat ja eigentlich, ja, wie soll man sagen, in der Regel hat er 89 Minuten Defensivaktionen, aber er ist immer für ein Tor gut. Okay. Deswegen der Killermeier. Ah ja, solche Leute braucht man natürlich auch, die dann hinten kompromisslos verteidigen und vorne mal ein Ding reinmachen. Solche Leute lieben natürlich die Fans. Und dann hoffen wir mal, dass er heute nicht killert. Ja, ich hoffe das schon. Ja, ja. Wir haben auch wenig Aufreger oder so im Spiel gehabt. Also wir können uns gar nicht anfeinden. Es ist ja hier voll langweilig. Was wir ja verraten können jetzt vielleicht an dieser Stelle, es wird auf jeden Fall einen Sieger geben, denn es gibt entweder erstmal dann Verlängerung und dann wird es ein Elfmeterschießen geben, wenn es beim Unentschieden bleibt. Ist es so?
Ist das nicht so? Ich dachte, das wäre so. Ja, hier geht es doch um alles. Hier geht es um alles. Also, ja, vielleicht hätten wir einfach mit dem Elfmeterschießen beginnen sollen. Das wäre vielleicht die beste, das wäre die beste Idee gewesen. Da hätten wir wenigstens ein paar Tore gesehen und ein paar Aufreger gehabt. Ja, und irgendeine Mannschaft wäre vielleicht dem Rückstand hinterhergelaufen. Obwohl, wer weiß, vielleicht hätten die alle Elfmeter versammelt auf beiden Seiten. Ja, also freistehende Tore, keine Banden, da ist schon schwer, das Tor anzuvisieren. Also, und dann der Platz auch nicht in besten Verhältnissen. Ja. Gut, jetzt machen wir es ja schlechter, als es ist. So schlecht ist es ja nicht, muss man sagen. Wir hätten uns einfach nur ein paar Tore mehr gewünscht. Ansonsten sind sie schon alle hier in hoher Betriebsamkeit und das schon alleine der Kälte geschuldet. Wer will da einfach rumstehen? Nee, es ist schon Power drin, aber ja, wie gesagt, die ganz großen Bringer, die blieben bis jetzt aus. Jetzt sehe ich, ist auch Steven van der Burg im Spiel. Ja, also der OFC jetzt mit zwei Stürmern dort vorne unterwegs. Und Eckes, ja, haut die Holler erstmal nach vorne. Maslanka verliert die Kugel und Regensburg im Vorwärtsgang. Ja, aber mal wieder hoch und weit nach vorne, da steht aber keiner so richtig. Wie gesagt, eigentlich müsste da immer Ziereis stehen, aber der hat sich so ein bisschen fallen lassen, in der Hoffnung, dass er da Bälle sich laufen kann oder schnappen kann. Und jetzt versucht der OFC mit den langen Bällen und jetzt Paljonis pflückt ihn da mal runter, lupft ihn. Ja, zum Gegenspieler, meine. Auf Sascha Korb und er legt erstmal los für die Feuerwehr. Läuft hier über 10, 15 Meter, wird er nicht angegriffen. Geht schnell über rechts, da ist er wieder. Der kleine Wusel in die Mitte gespielt. Jetzt Hoca vorne rein, allerdings da stehen sie dann schon. Ja, die Abwehrrecken des SSV Jan Regensburg. Ja, und jetzt linke Seite. Immer noch nicht richtig rausgefunden habe, wer es ist. So muss ich zu meiner Schande gestehen. Geipel. Ah, wieder den Ball ins Nichts nach vorne gespielt. Also, wenn wir uns was trauen, dann geht es trotzdem immer irgendwie schief, vielleicht. Eckes, mach die Holler weg. Donnerschlag. Ja, also der hat Nerven wie Stahlseile. Das macht er immer so Geschichten. Manchmal macht er auch Dribblings. Ja, wenn man es kann, dann kann man es schon. Ja, er kann es schon, aber für meine Nerven ist das nichts. Nee, da rutscht mir auch mal das jetzt in der Hose. Penke kann das nämlich auch und will das auch ab und zu mal zeigen, dass er das kann. Ja. Und vorhin ist es ja bei Bocorni schief gegangen und jetzt hat man mit der Kontersituation, aber ihr steht da schon wieder verdammt gut, deswegen wird es schwierig. Ah, den Ball versucht in die Schnittstelle zu spielen, aber da steht halt kein Mensch. Doch, Sascha Korb, unser Verteidiger. Ja. Ist das kein Mensch? Ja, aus Jahnsicht nicht. Oh, diskriminieren, das gibt eine Meldung an DFB. Ja, der Turmfunk sorgt für Insolvenz vom SSV. Ja, so ist es. Nächste Schlagzeile. So, Einwurf. Jetzt mal vielleicht einen langen Einwurf oder auf jeden Fall soll sich irgendwer anbieten. Ja, es geht hinten rum. Sofort versucht die Pille in die Mitte zu bekommen und da war wieder OFC Überhand. Und deswegen sind wir wieder beim Palle. Mal schauen. Also, so die Ansätze sind da, aber es ist wie so oft, die letzte Aktion geht schief. Und dann vertändelt die Chance und der Ball landet bei unserem Keeper und dann wird wieder aufgebaut. Und wie gesagt, ihr steht da echt gut gestaffelt und da kommt man nicht durch. Happos schreibt, ich will jetzt endlich die Szene sehen, wo der OFC das 1:0 schießt. Ja, auf die warten wir ja auch schon die ganze Zeit. Die Technik hat uns die falschen Szenen hier eingespielt. Müssen wir nachher nochmal genauer diskutieren, was da los ist. Denn die vielen Torraumszenen, die haben sie uns unterschlagen. Jetzt aber der OFC noch einmal im Vorwärtsgang. Erst einmal schlecht verteidigt auf Regensburger Seite. Da bleibt der OFC im Ballbesitz. Vielleicht mit dem zweiten Ball versucht Theo sich da hier als Slalomläufer. Aber es bleibt beim Versuch, der Jan schnell in der Umschaltbewegung. Ja, Ziri jetzt am Ball, versucht den Ball durchzustecken. Und da springt die Nummer 30 von euch, Marcel Gebers, dazwischen. Und deswegen wäre es beinahe wieder ein Konter gewesen. Der Geipel wird da gefoult und jetzt gibt es die erste Gelbe für den OFC. Ja, und die bekommt Robin Scheu. Er tut unschuldig, gesagt, oh was denn, ich habe doch nichts gemacht. Also Robin Scheu mit dem gelben Karton. Ja, das ist wieder gut für die Mannschaftskasse von beiden Seiten. Unsere gelbe Karte hat ja in der ersten Halbzeit, genau in der ersten Minute oder was, die Sehne bekommen.
Und jetzt schauen wir mal, ja, keine gefährliche Position, rüber auf Palle gespielt, jetzt muss sich einer anbieten, vielleicht mal entgegenlaufen, ja, er schießt halt das Knie vom OFC-Spieler an. Steven van der Burg versucht sich hier mit dem ganzen Körper im Einsatz durchzusetzen. Erst einmal bleibt der Zweikampfsieger, dann ist der Ball allerdings in die Reihen des SSV Jahn übergegangen und die kommen jetzt über rechts. Ja, also muss sagen, die letzten 10 Minuten eigentlich wir ein bisschen mehr im Ballbesitz, aber dann kommt eben dabei das raus, was jetzt rauskommt. Mal schauen, ob ihr jetzt besser kontert. Ja. Das ist nicht so einfach auf dem Geläuf, ja, ja. Da. Oh ja, 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 das war nicht in Ordnung, denn das war Meier, der bekommt jetzt auch hier gelb. Da hat er hinten in die Wade reingetreten. Also, der muss kalt duschen nachher. Der muss kalt duschen, das ist unnötig, also bitte lasst mir da den Olli Hein in Ruhe. Genau, dann gehe ich lieber später aufs Feld und grätsch mich um. Ja. Das finde ich auch gut, er ist auch da gar nicht theatralisch irgendwie zu Boden gesunken, steht auch wieder und macht da keine Anstalten. Also sehr, sehr fair in dem Fall, denn da gibt es ja auch andere, die bleiben da eine Viertelstunde liegen, aber dafür war es ihm zu kalt wahrscheinlich. Dafür war es ihm zu kalt und Olli Hein ist dann eher einer, der dann nochmal sich revanchiert. Simon Ström schickt rot-weiße Grüße nach Regensburg, klasse, Top-Service und ja, ich denke, er freut sich, dass er einfach dabei sein kann. Wie ihr euch beim Kommentaren, bei dem Kommentieren abwechselt, findet er richtig klasse, so bei jedem Ballbesitz. Und er meint, er will hoffen, dass ich mehr Redebeitrag bekomme. Ja, also ballbesitzmäßig hat sich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen ausgeglichen, würde ich sagen. In der ersten Halbzeit wart ihr klar ballbestimmend. Jetzt sind beide gleich schlecht. Oder gut, also jetzt kommt der OFC erst einmal über rechts. Das ist er wieder, Sascha Korb. Also der macht schon Betrieb dort auf der rechten Seite. Kam ja erst zur zweiten Halbzeit. Und dann hat er wieder irgendetwas gesehen. Und Regensburg im Ballbesitz. Ja, und wieder mit dem langen Ball, lang und hoch. Jetzt auf Luge, aber das war zu weit. Und deswegen Einwurf beim Linienrichter. Ja, aber gut zugestellt. So, Zugriff. Ja, da hat er auch wieder was gesehen. Also er pfeift beiderseitig kleinig. 13 Minuten noch zu gehen hier im alten Jahnstadion, das seine allerletzten Tage, was sage ich, seine letzten Stunden hier sieht. Dann rollen hier die Backe an. Und da blutet so manchem Jahn-Fan das Herz. Auch wenn er jetzt eine schicke neue Arena hat, ist das trotzdem die alte Jahn Kultstätte, so könnte ich mir das vorstellen. Ja, also viele werden es nachtrauern, haben es auch nachgetrauert. Gab viele, viele Aktionen auch von unseren Ultras und von den ganzen Fanclubs. T-Shirts, Abschiedschoreografien. War echt eine geile Sache, wie sich da die Fans reingehangen haben. Heute nochmal ein Spiel hier live kommentieren zu dürfen, ist auch für mich eine Ehre. Ich glaube, jeder, der hier schon mal drin war, auch Auswärtsfans, findet das einen geilen Crowd. Muss man mal gesehen haben. Und ja, aber die Conti Arena ist halt auch sehr geil, vor allem jetzt mit diesen Zuschauerzahlen und dem Support. Die beiden haben sich jetzt eben selbst im Wege gestanden. Slapstick-Einlagen müssen natürlich auch ab und zu mal sein. Und jetzt hat vielleicht mal, nicht durchgesteckt, jetzt aber mit der Nachschusschance, Geipel. Abgefälscht und da ist er drin, Tor, und da konnte er wenig machen, euer Daniel Endres, abgefälscht über den Rücken und wir gehen hier mit 1:0 in Führung und geile Sache. Ja, ja, das war eigentlich nur so, konnte es überhaupt passieren, denn damit war nicht zu rechnen, dass der noch abgefälscht wurde, also aus unserer Sicht ein wirklich saudummes Tor, das ein bisschen auch die Mühen und das recht gute Spiel, ich will nicht sagen auf den Kopf stellen, denn der Jan, der hat schon jetzt hier in der zweiten Halbzeit Gas gegeben und ich denke, alles in allem eine Partie auf Augenhöhe und das wäre fast schade, wenn es einen Verlierer gäbe. Aber gut, 1:0 führt der Jan durch dieses abgefälschte Tor. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für den OFC und wir haben noch 11 Minuten zu gehen. Ja, aber jetzt ist genau das eingetroffen, was ich gesagt habe, irgendwie durch einen Freistoß oder durch ein kurioses Tor geht irgendeiner in Führung und jetzt ist es von meiner Seite eben interessant zu sehen, wie geht der Jan jetzt mit der Führung um, schaffen wir die 10 Minuten den Druck von der Abwehr zu nehmen, das ist ja genau das, was immer mal wieder Probleme bereitet hat auf unserer Seite, dass wir es nicht geschafft haben, hier so ein bisschen den Druck wegzunehmen, wie jetzt zum Beispiel, das machen sie jetzt ganz gut, ihr versucht nicht zu attackieren und wir spielen den Ball hin und her. Aber
Wie gesagt, Pokorny ist nicht so ballsicher wie Penke und deswegen jetzt der Ballverlust. Aber schön gekämpft von Andy Geipel, der eben auch das Tor gemacht hat. Freut mich für ihn. Auch eben nach seinem Kreuzbandriss zurückgekommen. Ein Verletzten da unten zu beklagen, da liegt einer auf dem Boden, müssen wir gleich mal genauer hinschauen. Aber der Philipp Rettke aus Regensburg schreibt, wäre denn das eigentlich auch denkbar, dass man, wenn es in einem Punktspiel gegeneinander geht, wir beide hier so friedlich-schiedlich, schön harmonisierend miteinander kommentieren. Ich sag mal, grundsätzlich spricht da nichts dagegen, aber irgendwie auch doch, denn man will ja irgendwie sein Ding durchziehen und sein Team dort im Grunde gefühlt auch supporten. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass jeder sein Fanradio hat. Aber ihr seht ja, es geht auf jeden Fall friedlich. Weißt du, wie du siehst? Ja, das ist super. Ich denke, wir würden auch in dem Punktspiel miteinander klarkommen. Aber wie du schon sagst, der Sinn des Fanradios ist ja auch so ein bisschen in Seiten für die Fans zu kommentieren, so ein bisschen unneutral zu sein. Aber ich denke mal, so einen zusammen Highlights-Schnitt oder sowas könnte man wahrscheinlich schon hinbekommen. Und es ist jetzt nicht so, als würden wir uns dann auf der Pressetribüne bekriegen, wenn es denn dann mal knapp wird. Genau, aber die Sache hier ist echt eine geile Sache und hat mich auch gefreut, dass das geklappt hat. Kam ja eher so von eurer Seite. Ist super, dass ihr da auf uns zugegangen seid. Und schauen wir mal, was die letzten 10 Minuten noch passiert. Ja, da nimmt er es faul dankend an. Ja, also wenn wir hier nicht wenigstens zum Ausgleich kommen, sorgen wir für einen Spielabbruch. So einfach ist das. Dann weißt du, was hier passiert. Ja, eure Ultras stehen schon bereit da drüben. Ja, die haben sich schon den Block gestürmt und jetzt geht's dann aufs Spielfeld. Ja, da muss man aufpassen. Also wir sind ja in Offenbach nicht so ultra besessen. Aber hast du gesehen, die zwei aus dem Kindergarten dort, die haben euch ganz schön da hinten zugesetzt. Ja, die haben mehr Fahnen dabei gehabt als 90 anderen Leute. So, der Matthias Luckhaus, der schreibt, Grüße erstmal, und er will von dir, vom Kollegen, also wissen, wie du die Chancen einschätzt, dass ihr doch noch auf Platz 1 kommt und in die Relegation geht, weil da ist ja noch Wacker Burghausen aus dem Weg zu räumen. Und noch ein paar andere Mannschaften. Und auch er merkt an, das ist sehr, sehr harmonisch, was ihr beiden da hier am Mikrofon leistet. Also von meiner Seite aus, Wacker Burghausen, das ist so ein Team, das beißt, gar keinen Druck hat, auch vom Umfeld her nicht, weil gar keiner erwartet hat, dass die da oben jetzt mitspielen. Die sollten sich dieses Jahr erstmal konsolidieren, haben jetzt halt eine vernünftige Mannschaftsleistung quasi eher so im Team. Sich dann nach oben gekämpft, still und heimlich, dann sehe ich noch Unterhaching sehr gefährlich an. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir eben jetzt nicht den Ausgleich kassieren. Ja, vorsichtig. Schön weg damit. Ja, nur gerecht wäre. Und das war mal ein Pfund, allerdings genau in die Mitte. Und da stand er, David Pokorny. Ja, da darf sich Pokorny auch mal auszeichnen. Tut ihm vielleicht auch gut, falls Penke mit seiner Hand doch irgendwann mal Probleme bekommt. Ja, wie gesagt, Unterhaching sehe ich als einer der ärgsten Konkurrenten an. Die haben sich mit dem DFB-Pokalgeld verdammt gut und verstärkt. Aber auch wir haben drei neue Spieler bekommen, vor allem Hiseni mit 15 Regionalliga-Einsätzen, 4 Tore. Und Nancik hat eigentlich beim Chemnitzer FC durchgespielt, auch mal DFB-Pokal gespielt. Also es sind schon nominell gute Verstärkungen. Vom Blatt Papier her haben wir ein verdammt starkes Team. Jetzt liegt es halt an Heiko Herrlich, die Konstanz reinzubringen, dass wir auch mal auswärts gewinnen. Daheim müssen wir, wie gesagt, mit dem geilen Stadion, mit den Fans im Rücken immer alle Punkte holen. Das sage ich jetzt mal so. Und dann sehe ich, da schon, bin ich froh und mutig, dass wir da in die Relegation schaffen. Und dann weißt du, dann kann alles passieren. Oh, Querschläge auf Offenbacher Seite, das sollte man jetzt unterlassen. Denn da drängt man ja einerseits auf den Ausgleich, andererseits muss man da hinten natürlich keine Kabinettstückchen machen. Ja, und der Jan Singer, der ist begeistert, der schreibt, ja, und super SSV. Also er hat das Tor gesehen und sicherlich gemeint. Ja, und so ist er eben live dabei, nicht nur im Ton, sondern auch im Bild. Ja, stark, dass auch die Jan-Fans so mitmachen. Das müssen wir uns vielleicht als Feedback merken, dass da was geht. Und das vielleicht auch irgendwie umsetzen, auf die eine oder andere Weise. Mal schauen. Ich darf nicht zu viel versprechen, bin ja nicht alleine entscheidend. Und schön auch von euch zu sehen. Ich meine, ihr standet echt gestaffelt sehr gut. Jetzt bekommt ihr so eine Kiste, unglücklich oder glücklich. Ja,
Und dann müsst ihr natürlich auch aufmachen. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch taktisch für euch gut zu sehen, klappt es, mal so einen Rückstand hinterherzulaufen oder nicht? Ich meine, das ist ja im Testspiel wenigstens eine Erfahrung. Auf jeden Fall, ganz klar. Also es ist manchmal auch ganz gut, wenn man in Testspielen mal so einen kleinen Dämpfer bekommt. Wobei spielerisch sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Obgleich man so ein bisschen vielleicht dem hohen Tempo und der Anfangsphase, also Offenbacher Seite zumindest, Tribut zollen muss. Und der Jan doch in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen ist. Aber ich habe hier auch noch, ich glaube, es ist auch noch ein Regensburger, der das schreibt. Super Service vom UFC-Fanradio. Schade, dass das Jahn-Stadion abgerissen wird. Ich habe einige Erinnerungen daran. Auf geht's, Kickers macht den Ausgleich, schreibt er. Also, ja, also doch ein UFC-Fan. Also, und jetzt der UFC auch im Vorwärtsgang. Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus. Blackie ist im Spiel. Ah, das freut mich. Also, Blackie Schwarz auf Theo. Da ist er wieder, die Schaltstelle auf der Sechser-Position. Dann schön in die Mitte reingespielt, Steven von der Burg. Erstmal angenommen, Direktschuss, aber geil gemacht, das muss man sagen. Boah, sehr schöne Direktabnahme in den Winkel. Gut, dass Pokorny da ein bisschen größer ist und hat die Hände hochgetan und hat ihn dann gerade noch rausgepflückt. Schöne Aktion von beiden. Ja, da hat der Steven von der Burg mal gezeigt, was er kann und dass er noch ein ernstes Wörtchen mitreden will. Nicht nur hier, was den Spielstand angeht, sondern auch, was die Verteilung der Positionen angeht. Und jetzt gibt's Eckball für den UFC, da wir noch 4 Minuten maximal zu spielen haben. Und wenn man den Ausgleich machen will, dann sollte man es jetzt tun. Da kommt er reingeflogen, Kopfballverlängerung und dann ist er nicht im Tor. Da haben wir heute schon das zweite Mal Glück, dass wir den so kurz vom Tor wegpflücken. Aber die Chance ist noch nicht vorbei. Jetzt muss das Nervengerüst halten, Kopfballchance, aber das sieht gefährlicher aus, als es war von hier. Und ja, Pokorny drückt auf die Uhr quasi, beziehungsweise nimmt Zeit von der Uhr. Er nimmt Zeit von der Uhr. Gut, ja. Also... Ja, 1-0 steht's für Jan Regensburg. Ein Spiel auf Augenhöhe, unterm Strich, denke ich, doch sehr ausgeglichen. Und ja, jetzt haben wir noch 3 Minuten zu gehen. Ich denke, OFC wird nochmal was versuchen, haben wir ja eben auch gesehen. Und das gibt vielleicht dann auch die Räume für den Jan, so wie jetzt. Ja, aber abseits. Und natürlich werdet ihr da was versuchen. Wie gesagt, interessant von meiner Seite aus zu sehen, wie wir agieren. Machen wir da die Räume jetzt dicht, versuchen wir dann noch das 2-0 zu machen, um das klar zu machen. Oder werden wir uns da wieder selbst eins einschenken? Das ist auch schon das ein oder andere Mal passiert, ohne zu pessimistisch zu sein. Aber ihr dreht da jetzt schon ganz schön auf, noch 3 Minuten. Ja, Theo ist das nämlich von der linken Seite wieder in den Mittelkopfball von der Burg. Nee, war nicht. Doch, war von der Burg, genau. Und abseits gepfiffen. Ja, kann schon abseits gewesen sein. Wird wahrscheinlich wohl richtig gewesen sein. Ja, es sah zumindest so aus. Durch meine rot-weiße Brille ist niemals abseits. Das kenne ich, ja. Also bei uns ist auch nie faul und abseits. Aber heute kann man es einmal zugeben. So, ja, Pokorny lässt sich halt da wirklich sehr viel Zeit. Auf der Gegenseite würde ich das bemängeln. Jetzt sage ich natürlich super, Olli Hein nimmt das Foul da an, kriegt es aber nicht. Und deswegen Einwurf für den OFC. Mit Alexandros Theodosiadis. Ja, Hoca geht kurz, aber ja, jetzt muss man dann irgendwann werfen. Genau, Maslanka im Zweifelsfall immer nach vorne. Ja, da kann auch sowas hier passieren. Aber wer hat jetzt den Einwurf? Der SSV, ja, das ist 50-50 Entscheidung. Und Olli Hein joggt da zum Ball, könnte sich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Also, jetzt haben wir euch ein Problem hierbei gebracht. Da schreibt der MMS, Servus, ich habe eine Frage an den Turmfunk. Warum könnt ihr bei Punktspielen nur Audio, aber nicht Video streamen? Grüße aus Regensburg, Maxi B. Böhm heißt er, glaube ich. Ja, dann die E-Mail bitte cc am BFV-TV schicken. Dann die beantworten euch das sicherlich. Ist auch eine Kostenfrage und eine Lizenzfrage. Kann ich also, ohne dass ich jetzt dem Turmfunk angehöre, aber schon mal in Schutz nehmend sagen, auch bei uns in der Liga, also es gibt Ligen, wo es überhaupt gar nicht geht, weil die Bildrechte vergebens sind. Ob das in Bayern so ist, weiß ich nicht. Und dort, wo sie nicht vergeben sind, hält der Verband die Hand auf und das wird sehr, sehr teuer für euch.
Ja, genau. Also und dann hast du ja noch ein anderes Problem. Wir machen es ja auch nicht bei Ligaspielen, ganz bewusst nicht. Weil wenn du dann so auf Dorfsportplätzen wie in Neckarelz oder sonst wo spielst und dann hast du kein ausreichendes Internet, dann hast du alle zur Kasse gebeten und kannst dann doch keinen Stream machen. Und dann sind natürlich alle sauer und so machst du dir keine Freunde. Und insofern kann ich das auch nachvollziehen, wenn ihr da nicht mit Bild sendet. Aber hier bei so Geschichten machen wir das bei Testspielen. Ja, also es ist immer eine infrastrukturelle Anfrage, wenn es im Jahnstadion ist, ein Testspiel oder sowas, dann hätte man das vielleicht auch irgendwie hinbekommen, vielleicht nicht mit so einer guten Bildqualität wie ihr, da ist die Ausrüstung von unserer Seite noch nicht ganz so gut. Kommt keiner mit dem Kopf hin. Ansonsten ist natürlich eine Kostenfrage, also wie gesagt, der BFV will natürlich seine Rechte verwerten und würde dann natürlich auch uns zur Kasse bitten, das können wir uns nicht leisten und ja. Alessandro schreibt nochmal, nur der OFC, das ist eine Botschaft und wir sind jetzt hier schon in der letzten Spielminute. Ich denke, den Eckball wird es noch geben, dann ist hier Schicht im Schacht. Ja, ich danke euch, dem ganzen Jan, für die Organisation, dass wir hier das Spiel übertragen konnten. Und du, mein Lieber, hast das Schlussfazit. Ich habe das Schlussfazit, ja. Ein Spiel auf Augenhöhe, typisches Testspiel, ziemlich viel Probleme auch von beiden Seiten. Technische liegt auch am Rasen, jetzt nochmal der Nachschuss. Olli Hein hat jetzt vielleicht noch die Chance. Nee, Schiri pfeift ab. Also beide Seiten haben sich ja wacker geschlagen. Der SSV geht mit 1-0 als Sieger vom Platz. Unentschieden hätte es wahrscheinlich leistungsmäßig besser wiedergespiegelt, aber wir nehmen das 1-0 ganz gerne mit, weil, wie gesagt, wir haben schon 2, 4, 5 Testspiele gehabt, noch keinen Sieg und jetzt ein bisschen Euphorie und dann kommt es alle zum in die Conti Arena gegen Augsburg und dann nehmen wir 3 Punkte mit. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute, Jan Regensburg, auf ein Wiedersehen, mindestens in Liga Nummer 3. Ja, mindestens da und danke für alles von eurer Seite. Hab mich gefreut, an deiner Seite zu sitzen.